User left your channel. Herzlichen wunderschönen Sonntagabend gewünscht. Hier auf der schwarzen Pumpe. Mit mir, dem Tiger. Und der Teddy wird gleich noch dabei sein. Der Poppy und natürlich auch noch der Ossibauer. Ja, ich würde sagen, springen wir hoch zu den Männers. Channel switched. Moin, Männers! Bei den Stellen, wo die Steine sind. Hat hier gerade jemand gesagt, Moin Männers? Moin Männers, habe ich gesagt. Moin Mädel. Dann fühle ich mich nicht angesprochen. Bist du kein Mann? Vielleicht laufe ich ja unter dem Punkt Diverses. Achso, okay. Du läufst eher unter dem Punkt Perverse, aber gut.
Na, das auf jeden Fall, ja, das weiß ich. Also, da ist ja nichts Neues. So. Das weiß ich ja sogar schon. Wer ist denn nicht pervers? Ich glaube, hier im Team keiner. Genau. Oder anders gesagt, vielleicht noch der Tom. Der haut am wenigsten solche Sprüche raus. Zumindest in meinem Beisein. Teddy, stille Wasser sind tief. Genau. Das ist richtig. So, was machen wir jetzt hier? So. Ja, danke fürs Gespräch. Achso, ich soll vielleicht auch mal ins Spiel reingehen. Ihr weiß nicht, was ihr zu tun habt. So, jetzt habt ihr auch ein Spielbild. Mensch, ich bin ganz schön noch am Start. Oh nein! Was denn du schon wieder? Leck mich doch am Arsch, ey. Nee, danke. Das wird unappetitlich. Yum. Ach, Teddy ist mal wieder runtergeflogen, okay. Nee, irgendwer hat während dem Joinens ist durch das Fahrzeug gesprungen. So, das heißt, in allen Fahrzeugen saßen Ossi-Bauer. Dann war es Ossi, der durch. Ja, aber Rösser, da weißt du, wer durchgetappt ist. Ja, ich wollte es nicht so direkt sagen. Ja, aber dafür kann er ja nichts. Nö. Ach, er fährt jetzt du mit dem. Du hast dich ja nicht angemeldet, dass du joinst. Warte mal ganz kurz. Ja, Ossi fährt mit dem Willi-Mobil, okay. Mit Willi-Mobil? Ja, mit Willi sein Zettel, den wir gestern geholt hatten im Stream. Okay. Hat der außerdem noch keinen Traktor? Nein. Nein, hat er noch nicht. Weil er sich noch keinen ausgesucht hat. Du musst noch straff ziehen. Das ist zu locker. Noch weiter. Noch viel fester. Gut. Zieh! Bis es keine Luft mehr gibt. Ossi Bauer, ich bräuchte ihn auch noch irgendwann. Ein Gedanke, wie ein Bild für dich aussehen könnte. Mach dir irgendwann mal einen Gedanken darüber. Die Viagra-Pille ist belegt. Also wenn ich jetzt mal so überlege, so, ne, es gab ja damals bei Werner den Bauer Horst. Und dann gab's Borsi das Schwein. T-minus eine Minute. Ach, du bist auch gleich live, okay? Nein. Du hast gestartet von 10 Minuten und davor habe ich dann meins gestartet. Okay. Alles gut. Bei mir ist ein bisschen kreuz und quer gegangen heute. Ja, passiert. So. Es sollen auch noch die hässlichen Kennzeichen weg beim Barkas. Und die Anhängerkupplung, da muss ich bloß mal noch überlegen, wo ich sie rausklaue. Da habe ich mich noch nicht entschieden, aber es ist in Planung. So, Teddy, du hast ja den meisten Plan, was machen wir? Ich habe noch gar nicht geguckt. Bin ja eben erst drauf gekommen. Ich sag's gleich. Ich will gleich erstmal kurz begrüßen. Hallo alle. So, passt. In 3, 2, 1. Meins. Servus und herzlich willkommen mal wieder beim Teddybär, der mal wieder außerplanmäßig später loslegt. Heute ist vom LPG Time dabei der Tiger, der Ossi-Bauer und der Poppy. Und Mahlzeit. Kapelle. Ja gut, zum Glück kam das Beste ja zum Schluss, das ist gut. Nein, eigentlich ist die VR-Grappe das Schlechteste, weil wenn du VR brauchst, dann ist vorbei mit der ganzen Geschichte. Ja. Ach. Ja, so ist es halt. Und Teddy, ich hab gerade mal geguckt, Feld 5, die Wiese ist dunkelgrün. Okay. Und wie sieht bei euch Feld 1 aus? Muss ich gleich grün. Mal gucken. Die wird sowieso erst nicht sicher reif werden. Ja, aber ich habe jetzt mich staunt, wie ich vorhin mal kurz auf dem Server bin. So, hey, cool.
ja schon grün, das Feld rein, Sponge. M haben wir nicht. Ist einer von euch als Admin drinne? Ja. Dann schau mal bitte, ob Fruchtzerstörung aus ist. Jo, ich gucke. Fruchtzerstörung ist an. Fruchtzerstörung ist an. So wie es sein soll. Das verstehe ich denn jetzt absolut nicht. Wieso? Weil ja Jana gestern in Feld 1 reingerauscht ist mit dem ZD. Und die hat keine Pflegebereifung drauf gehabt. Ja. So. Naja, Feld 1 ist aber, glaube ich, noch in Wachstumsstufe 1. Genau, da fährst du nicht kaputt. Ah, okay. Gut, dann ist es erklärt. Man sollte vielleicht auch Gras anschalten. Wenn man wäre von guter, eine gute Idee. Aber sieht geil aus, Feld 1. Sieht aus, als wenn da eine Riesenwiese drauf wäre. Da ist aber eine Spur im Feld, oder? Ja, hier ist eine Stelle, wo kein Sattel hingekommen ist. Naja, gut. Das ist auch interessant, dass die Wiese, die wir letzte Woche fertig gemacht haben, obwohl wir Seasons anhaben, schon fast erntereif ist. Hui! Das ist aber gut ja gemacht. Mal richtig lustig. So, dann kicken wir doch mal, was anliegt bei uns. Oh, Ertragsbonus 98%, das schmeckt. Ja, das sieht bei mir genauso aus. Also. So, und jetzt würde ich mal gucken. Weiter. Baue ich Lichtbad an? Die 18 haben wir ja fertig gemacht. Bobby, hast du gehört, bei denen liegt was an. Ein Glück, dass ich dir helfen komme. Ich habe schon eine blaue Pille genommen. Achso. Also ich frage mich jetzt ehrlich, ob das Sandwich vorbereiten nicht doch 2% ausmacht. Okay. Weil auf der 1 habe ich ja mit Saatbit gearbeitet und da habe ich 100% Ertragsbonus. Okay. Und auf der 23 habe ich kein Saatbit vorbereitet und habe auch 100%. Okay. Dann weiß ich nicht, was bei der Wiese schiefgelaufen ist. Was ist schiefgelaufen, aber naja, gut. Nicht gemulcht? Bei der Wiese? Du meinst Feld 5? Ja. Muss da ja irgendwas noch fehlen. Oder gefehlt haben. Mulchen? Du kannst keine Miese mulchen. Ja, das ist ja aber, das zählt ja trotzdem eigentlich rein. Das ist ja das Richtig. Problem. Mulchen macht 2%. Und da wir sie nicht gemulcht haben, fehlen uns diese 2%. Naja, ist ja auch egal. Das ist richtig. Gut. Also, es müssen Felder gewalzt werden. Wenn ich das sehe. Das ist einmal Feld 18, Feld 20. Ja, das ist ein Plan, für unser Oberwalzer. Feld 17 muss. Ja, Feld 17 muss angesät werden. Tja, was willst du denn doch mal ein Gras oder was? Das ist mein Feld. Ja, darum. Das ist. Ja, das ist uninteressant. Wir können überall nur Gras, Tizian oder Klee drauf machen. Wir haben nichts anderes mehr. Genau, also das. Bleibt tot. Bleibt bis zum Frühjahr tot. Okay. Dann könnten wir. Hast du denn Grasfeldpapier? Ich hab. Ich mach grad ein Klee und ein Luzernefeld. Okay. Also das Klee habt ihr ja gestern dankensweise angebaut schon. Richtig, weil du das ja gesagt hattest und. Genau. Und, Feld und die 19 muss der ja gepflügt werden. Genau, und darum, da bin ich gerade dabei. So, Leute, wir müssen aber jetzt mal hier ein bisschen Action machen hier. Ja, wir könnten auch Feld 3 anfangen mit Pflügen. Beziehungsweise vorher zu mulchen. Deswegen wäre ich für euch auch dankbar, wenn ihr für das, was ihr gestern gemacht habt, mir eine Rechnung stellt.
Weil wir wollen ja jetzt doch ein bisschen richtig spielen und nicht nur halbherzig. Ja, dann warte mal. Ich will mal gucken, was ich, wie das ist mit dem, So, das war welches Feld? 20. 20. Wurde bestimmt aber auch und auch gedüngt. Ja klar, einmal gedüngt und einmal gesät. Genau. Düngen. Ich will durch, was und Feld 19 ist auch schon einmal gedüngt. Feld 19, das hast du schon gedüngt gehabt. Okay. Und da ist Willi gestern. Servus, Grulli. Schön, dass du da bist. So, das war künstlicher Dünger. Rechnen. Ich probiere es nur auch mal aus. Ich stelle die Rechnung nicht. Aber ich will das einfach mal sehen. Hast nur 2532 fürs Feld 20 sind. Ja, das wird ein Hektar, wird das gezählt. Ja, ihr müsst aber, glaube ich, das Saatgut auch mir in Rechnung einzeln stellen. Genauso ja, wie. Ja, warte. Ich will das jetzt nur mal ausprobieren. So. Weil ich das auch mal weiß, wie das geht. Kann ich jetzt keinen zweiten Posten da reinschieben? Bobby? So, künstliches ja. Düngen. Zu viel. Hast du einen Gruber? Ich habe einen Gruber, ja. Wo steht denn der? Kann mal bitte einer mal ganz kurz gucken, wie teuer Dünger im Normalfall beim Kauf gewesen wäre? Warte. Ich meine hier, ja, Dünger und Saatgut, ja, beides, ja. Dünger, da ist Mineraldünger. 160. Der Dünger. 160, die Frage ist, wie viel haben wir da gebraucht? Ja, aber das kannst du auch eintragen mit künstliches Düngen. Oder nicht? Den ja, Eintrag aber, kannst du ja machen. Ja, das ist aber ja nur die der Arbeitsschritt. Das ist ja nicht. Und ACZ Saatgut 98 und BHG 108. Ach so, das ist dieses künstliche Düngen, was da steht, ist nur die Tätigkeit. Nur die Tätigkeit, also kein Material. Material kannst du gar nicht. Doch, kannst du oder so zusätzlich Kosten ganz unten. Ach so, du okay. Ja bloß, wissen, bloß da hätten wir natürlich wissen müssen, wie viel jetzt. Ach, warte mal, das können wir doch eigentlich aussehen. Guck, wir haben doch den Mitrechner hier mit drauf, da kann ich jetzt gerade nicht reingucken. Geht mein Gruber? Mit dieser Lizard 8MT? Nee. 9MT? Warte mal. Schließen. Wir haben doch irgendwo diesen Feldrechner. Okay. Ein Gruber. Hier hinten, wo der 516er steht? Der 517er? Da steht doch kein Gruber, oder? Nee, das ist ein Flug. Ein Flug. So, Feldrechner. So, pass auf. So, Feld 20. Ja. Gruber habe ich. Wo? Aber wo? Der? Das ist aber auch blöd, wenn der keine Materialsachen. Ja, doch kannst du. Du musst es halt nur extra eintragen. So. Ja, nee, dass das nichts mit drin steht. So meine ich das. Oh, gut. Ja, es kommt ja immer auf die Preise der Karte an. Der steht hier unten bei euch auf dem Hof. So. Was? Dein Gruber steht mein unten. Gruber steht hier unten. Den Dünger berechnen wir Puppi 1000. Moment. Ich guck mal. Das ist der saubere. Kaltdünger, Flüssigdünger, Herbizid, Mist, Gülle, Gärreste. Aber ich jetzt keinen Saatgut bei. Ach doch, Saatgutverbrauch anzeigen da. Beim Komposter. Ja, Gulli, ja. Klar, das genau, lohnt beim, sich. Beim Komposter. Wir müssen halt jetzt mal gucken, weil du kannst es nicht eintragen. Aus irgendwelchen Gründen. Und wir haben. Hast du jetzt, und da müssen wir jetzt gerade zusammenrechnen, was wir quasi an Material verbraucht haben, um Poppys Feld zu bearbeiten. Das Klee angebaut worden, ne? Ja.
1400 und 1000. So. So. So, guck mal, ich glaube, eine Rechnung hast du schon gekriegt, als ich jetzt gerade zugemacht habe. Das ist schon mal für die Arbeit. Dann machen wir dir noch eine Rechnung. Hatte ich gesagt 1000 und 1400, also da machen wir 2,5. Runde Summe. Also ich habe keine Rechnung bekommen. Wieso kann ich die ja nicht mehr bearbeiten? Wollen wir denn Weizen und Pflügen oder was wollen wir? Ich denke mal, wir machen erstmal das Weizen, bevor wir so weit sind, dass wir über die Stufe 1 sind und nicht mehr Weizen können. Wäre, denke ich mal, das Sinnvollste. Ja. Und dann theoretisch anfangen, Feld 3 zu mulchen. Das könntest du, wenn du möchtest, schon machen. Feld 3 mulchen. Rein theoretisch kannst du ja Poppy auch schon eine Rechnung stellen für Feld 20, wenn ich das gleich mit Walze. Kann ich gleich mit reinnehmen, ja. Ja. Wenn das okay ist, Poppy. Ja, ja, weiß ich das gleich. Kannst du machen. Dann mache ich jetzt Feld 18 und Feld 20, weiß ich jetzt. Hä? Warum steht eine Tanker hier unten drin? Keine Ahnung. Muss man nicht verstehen. So. Ich weiß noch, warum der Gruber bei euch unten gelandet ist, weil Tom immer nicht sich das nicht merkt, dass der Rosti meiner als den er immer gerne benutzt. Er hat das immer halt gedacht, ja, steht auf Feld 17, nimm mal mit runter. Oh, ich krieg hier gerade die Krieg. Das ist ja nichts Neues. Jetzt habe ich gerade die Rechnung fertig und plötzlich war die Maus weg. Ah, scheiße. Darf ich alles nochmal von vorne machen? Machst du doch gerne. Na gut, jetzt habe ich zwar organischen Dünger genommen, der Preis ist derselbe. Sehen, Feld 20. So. Denn wollen wir doch mal spielen gehen mit der Walzen. Walzen. Da du ja so gerne mit dem Walzen rumfährst. Ja, das Einzige, was mich wirklich stört, und da muss ich noch gucken, was ich da machen kann, dass ich beim Transport die Geschwindigkeit ändern kann. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Dadurch, dass ich ja die auf Achse transportiere, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf Transport mit Hänger. So, Poppy, guck mal rein. Jawohl, 8714. Jo. Was haben wir denn überhaupt an Transportanhängern? An Transportanhänger haben wir doch nur diesen einen. Was willst du denn transportieren? Fahrzeugtransport. Fahrzeugtransport scheinen wir wirklich nur den einen zu haben. Weil wir das Uralpack noch nicht drauf haben. Ja, bei dem Uralpack wäre, glaube ich, aber auch nur dann der Anhänger interessant. Auch die Urals sind doch eigentlich auch nicht schlecht, bist du? Genau, ich bin Ural. Ja, gut, aber willst du jetzt 10.000 LKWs wieder draufpacken? Ich bin nicht so der W50 und so Fan, also das... Ja gut, aber der passt aber eher rein als Russe. Wieso? Russe passt hier wunderbar rein. Ja, aber... Ja, aufgrund der Situation aber nicht. Ja, das ist ein Spiel und nicht politisch und damals... Das hat mit Politik nichts zu tun. 1988, da Bobby, das hat nichts mit Politik zu tun, aber ein W50 passt auf eine DDR-Karte besser drauf als ein Russe. Ich jetzt nicht spannend. Es sei denn, es ist ein Tatra. Wir können es mit reinnehmen, so ist es nicht, aber wie gesagt,
Haben wir gar keinen Mulcher, oder? Doch, wir haben Mulcher stehen. Warum hat der jetzt schon wieder gepackt, ey? Ossi? Ja? Nimm dir hier auf der Seite schon mal das Vorgewände weg. Du, alles gut, ich brauch noch einen Moment. Ich oder ja, oder steht da oben in der Halle? Den Probe abzuholen. Ja, klar. Weil ich war ja oben schon bei dir. Ich hab den Geist. Weiß. Ja, ich sag mal so, wenn man selber fahren würde, wird es schneller sein. Wieso lässt der Autodrive spielen oder fahren? Weil man eben ist er 50 gefahren. Ja, aber durch die Kurvenfahrten verliert er sehr viel. Ja, aber der kommt dann wenigstens rum. Bleibt nicht an der Bäume hängen. Ich muss mir diese Woche von Willi eine Einweisung geben lassen in AD. Kann ich dir auch geben. Grüß dich, Frank. Ich finde geil, wenn du kannst ja eigentlich im Garagenmenü hier eigentlich stehen, auf der Karte anzeigen. Funktioniert doch nicht. Und Frank grüßt alle. Grüße zurück. Grüße zurück. Und dann macht es bei mir im Chat gerade. Natürlich, wir machen nur böse Sachen. Also normale Härte. Matze, kennst du uns anders? Ich muss jetzt gerade erstmal meinen Lüfter wieder in meinen Venti in Betrieb nehmen. Weil der hat eben der Akku versagt. Es ist dir also auch warm. Ja. Gut, und durch die beiden Rechner, die hier drauf stehen im Zimmer, ist mir noch wärmer. Ja, klar. Verständlich. Ah, ein Irrer! Jetzt fahr weiter und halt die Klappe. Ich bin da raus! Ja, dann fahr hinter mir lang, du Nase! Wir haben noch keinen L60, Frank. Doch. Doch. Als Kipper nicht. Das stimmt. Wechselbrücke. Nee, Wechselbrücke. Nein, ist den 50. haben wir noch nicht. Achso? Wir haben 50. bis jetzt nur die Feuerwehr L60 von genau. Willi. Weil der L60, den Willi rüber holt, der ist noch in Bearbeitung. Mann, ich fahre hier schwer gegen den Pfeiler, das gibt's doch nicht, ey. Fahren muss gelernt sein. Die Fresse. Ja, meinst du eigentlich das Umkippen oder meinst du das Abkippen? Zeigt nämlich wieder ein Problem, wenn ich nicht mit Autodrive fahre. Hier am Hof habe ich so eine Latenz, dass er wieder nicht lenkt. Ja, welches von den beiden, das Abkippen oder das Umkippt? Da musste mal gucken. Das Thema hatten wir gestern auch. Du kannst einmal das Fahrzeug an sich schwerer machen und kannst aber auch den Schwerpunkt nach unten nehmen. Sodass du quasi sagst, du gehst her und das ist ein Wert in der XML. Teddy, es geht noch einfacher. Der Fahrer muss einfach mehr essen. Und zwar, wo ist er? Wo sind die XMLs jetzt? So, Feld 3 war gewünscht. Welcher Wert ist ganz unten? Der Alkoholwert. Nee, das Gewicht des Fahrers, der ist zu leicht, zu dünn. Weil bei Component hast du Center of Mass. Und der mittlerste Wert, der sagt, gib dem das Zentrum nach unten. Wenn du aber zu viel nach unten gehst, mit dem Schwerpunkt, kippt der auch schneller. Weißt du, wie ich es meine?
Vielleicht hast du ihn schon zu viel runtergezogen. Das wurde mir nämlich gestern erklärt, im Stream vom Tom. War jemand, der sich damit auch gut auskennt. Und ich meine jetzt nicht Willi. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und der hat gesagt, wenn man zu arg runterzieht, ist es zu schlimm und dann macht es auch Probleme. So. So, Teddy. Ja. Kannst du ja, wenn du willst, wieder den Multistream aufmachen. Achso. Und Frank, da ist schon das Problem. Nie unter Minus im Minus gehen. Nie. Das wurde gestern explizit erklärt. Ich wollte gerade sagen, wenn du eine Masse im Minus ziehst, dann ist ja gar keine Masse mehr da. Also. Und wenn der in der Masse im Minus ist, dann fährt er sich wie ein Motorrad. Das heißt, du bist auch mit online, Poppy? Jo. Oberst du auch? Was? Flügst du noch? Ich flüge noch. Ich habe nur den einen Gruber, den du hast. Achso. Ich werde da noch Steine sammeln, wenn du dann soweit bist. Ja, es gibt auch noch einen zweiten Wert. Erstmal die Seite, wo die schon fertig ist mit Flügen. Ja, habe ich gerade mitbekommen. Leute, nicht immer alle durcheinander reden, bitte, danke. Da gibt es auch noch einen zweiten Wert. Aber der wird im GE eingestellt. Da habe ich mich noch nicht mit befasst. Es wurde gestern nur erwähnt, dass es da einen zweiten Wert gibt. So, jetzt dürft ihr. Das war jetzt aber wichtiger. Nein, sich anders. Wenn gestreamt wird, hat der Streamer erstmal Vorrang. Wie mir ja auch. Ja, du hast aber nicht mit dem Chat geredet. Nein, ich habe mit Ossi geredet, weil der die falsche Seite erstmal, wo er doch gefliegt der Musik gruppert hat. Naja, aber die Sache ist halt, ist doch scheißegal, du kannst ja wieder rüber gefliegen. Zum Zweiten, der Teddy hat gerade mit in der Erklärung und du gerade auch gehst dazwischen, das ist nicht mal schön. Ja, ist ja jetzt, wir haben es überlebt, sagen wir mal so. Genau. Das ist halt der Nachteil, wenn du mit mehreren streamst. Genau. Und das ist dann halt auch das ganz große Problem, wenn zum Beispiel Tom mit drinne ist und streamt, weil der die meisten Anfragen hat. Ja. Und wenn denn jemand anders, der streamt, Anfragen hat und nicht zu Wort kommt, ist halt auch blöd. Das ist der Grund, warum ich selten mitstreame. Klar ist es für die... Für die Zuschauer ist das schön. Ja, man könnte es aber theoretisch so einführen, sage ich jetzt mal, weil das ist ja auch technisch möglich. Wenn man sich Hotkeys setzt, dass man quasi dann in dem Moment, wo man mit seinem Chat redet, vielleicht eventuell den Rest mutet. Ja, das werde ich eventuell, ich habe jetzt noch mal gearbeitet mit Touch Portable, dass das auch geht, dass ich wieder TS stumm schalten kann, also Mikrofon im TS. Das ging ja leider nicht, weil Windows ein bisschen rumspinnt. Weil das habe ich nämlich letztens auch mal oder schon öfters mal bei anderen Streamern gesehen, wenn die zum Beispiel mit mehreren Leuten, sage ich jetzt mal, die streamen, aber halt zusammen in einem Stream sind, dann macht er auch mal, wenn er sich dann für Donations bedankt und sowas, dann macht er sich halt vorher stumm, sodass die nicht gestört werden. Oder er macht die stumm, dass er beim Reden nicht gestört ist. Ja, klar. Hm. Kenne ich auch ganz viele davon. Ja, das ist auch die einfachste Lösung, weil sonst reden alle durcheinander und keiner versteht mehr irgendein Wort. Genau. Ja. Vor allen Dingen, es können halt, du kannst halt wirklich gerade Teddy nicht so auf den Chat eingehen, weil ich habe ja jetzt noch nicht so viele Interaktionen drin bei mir. Chat. Ja, klar. Wenn man gerade anfängt, ist ganz normal. Richtig.
Wenn ich jetzt gucke, was alleine jetzt die nur durch die durchs Team ich an Follower gekriegt habe, ist schon enorm. Also es fehlt noch ein Follower, dann habe ich die 100. Das heißt, ich habe allein durchs Team Follower. Ja gut, aber ich denke mal. Aber ich denke mal, die hätte. Ich denke mal, die hättest du aber wahrscheinlich auch gekriegt, wenn du dann die Karte gestreamt hättest. Nee. Nee, nee. Das sind zu 99% Servus Franzi. Zu 99% Leute. Wow, Menschen aus dem Stream vom Tom. Oder sagen wir aus unseren Streams. Ja, Weil auch Leute, die bei Tom zu gucken, gucken ja auch so schon bei mir zu und so. Ja klar. Genau. Servus Franzi. Und wenn wir gerade dabei sind, da könnt ihr auch mal beim Tiger reingucken. Oder den Multilink nutzen. Und da seht ihr noch Bobby, wie er am Machen ist. Genau. Aber Teddy, mich will doch keiner sehen, ich bin gerade unrasiert und alles, Mensch. Ja, du hast ja auch keinen Cam an. Oder? Gott sei Dank. Ich bin nämlich gerade wirklich unrasiert. Warst du nicht der Barttyp? Nein. Der Barttyp bin ich. Wollte gerade sagen. Es war gerade Ironie. Bei mir siehst du höchstens mal einen Schnäuzer, ja, aber das war alles. Und Franzi, bei euch alles klar? Seid ihr alle gesund und munter? So, ich würde sagen, da hat mich gefühlt. Das freut mich. Das ist schön zu hören. Ach, hier liegen noch Steine auf dem Feld. Ah, egal. Da hat nämlich der Steinesammler geschlumpt. Wo, auf welchem? Auf dem 20er. Aber ist egal. Da dürfte ist aber jetzt eh zu spät. Liegen. Da dürfte aber nicht mehr viele liegen. Ich habe gesehen, da liegen eh zwei Steinchen rum und das war's. Ja, da liegen ein paar auf dem Haufen. Werde ich später machen, die ist noch draußen. Dann werde ich die Grüße gerne ausrichten. Und du sagst deinen Männer und den Kids mal bitte einen Gruß von uns. Wir haben es gerade an die Gewitterhexe gegrüßt, oder was? Nicht die Gewitterhexe. Nebelkrähe, bitteschön, ja? Und wer sagt das? Die Gewitterhexe. Alter, lass mal sie das nicht hören. Die kommt glatt mit dem Besen geflogen. Ich dachte, das ist eine Krähe. Wozu brauchst du da noch einen Besen? Du, Teddy, das ist kein Problem. Wenn du das Fenster aufkippt, der hat seinen Parkplatz. aber Chat, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Was? Was hat Matze? Ein Rotz... Das heißt Rotzbremse und die Rotzbremse. Autokorrektur. Nicht Matze. Aber ich hätte mal ganz ehrlich, ne? Eigentlich müsste ich mich jetzt ja gerade vom Team gemobbt fühlen, ne? Da verbannen sie mich hier alleine auf Feld 3, auf das Riesensfeld hier zu, ne, zu machen. Weil sie keinen Bock haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Das müsst ihr euch mal reinziehen jetzt hier. Das hat ja keiner gesagt. Also, mal bitte. Ich hab Freitag Feld 23 alleine gewalzt und angesehen. Oh, hör ich da jetzt ein Mimimi? Hab ich geheult? Das war ja auch keiner da, dass du dich ausholen kannst. Ja. Ich würde ja gerade vorsingen. Und du darfst aber eins nicht vergessen. Ich kann das besser. Das, was du machst, Tiger, das ist Anführungszeichen weniger wichtig wie jetzt das Walzen.
Du hättest ja auch eine Weize schnappen können und mit Weizen können, ja? Also davon mal ab. Grüß dich, Andi. Und er grüßt alle Lieben. Zurück. Mit euch rede ich nicht mehr, so. Oh. Siehst du, Matze schreibt. Siehst du, Matze schreibt auch schon Mimi, siehst du? Mimi. Du kannst es nicht. Der Träger fühlt sich gemobbt, ja. Ihr wisst gar nicht, ja, was Mobbing ist. Wer hat alle erwähnt, dass ihr streamt, weißt du? So. Doch, Poppy, ich weiß, wie es ist, gemobbt zu werden. Okay. Dass ich mein Stream zu laufen habe, erwähnt keiner. Aber keiner wusste, dass du einen Stream anhast. Richtig. Muss deinen Mund aufmachen. Weil ich sehe das nicht, dass du deinen Stream anhast. Natürlich siehst du das nicht, weil ich bin ja bei YouTube. Gibt es eigentlich bei, jetzt mal ernsthaft gefragt, gibt es bei YouTube die Möglichkeit auch so wie bei Twitch Multistream zusammenzufassen? Nicht, dass ich wüsste. Fahrzeug ist sauber. Jo. Aber um noch auf das Thema Mobbing zurückzukommen, Poppy, ich war damals in der Schule auch nicht gerade der beliebteste. Aber wurdest du nur von deiner eigenen Klasse gemobbt oder auch von der ganzen Schule? Unterschiedlich. Also ich von der ganzen Schule. Ich auch. So, ich kann die falsche Bahn genommen. Na ja, gut. Und das Thema Mobbing ist ein scheiß Thema. Deswegen weil... wollen wir es jetzt liegen lassen. Ja, das ich wollte es ja auch nicht weiter ausführen. Ich wollte nur halt sagen, wieso habe ich selber schon mal Bescheid weiß. Ah. Ich hab ein grober abgekoppelt. Warum das? Du hast ja gesagt, ich soll ihn liegen lassen. Oh. Es geht schon wieder los. Vorhin, hier geht's ab, ey. Vorhin waren wir zu bei Bayern. Mobbing wird nie vorbei sein. Wir waren wir zu zweit auf dem Server. Du warst ja unten irgendwo anders noch was beschäftigt. Ah. So. Dann fragt Ossi mich, was zu tun ist. Ich so, Feld 19 ansehen. Dann kommt er an. So, ich hab's angesehen. Nein, ich hab's ist jetzt angeschaut, habe ich gesagt. Na komm, den besten Spruch hat Willi gestern noch gebracht. Er macht kein Saatbeet, er macht ein Saatbett und fragt, wo die Betten gemacht werden müssen. Ja. Das ist so gut. Wir haben angefangen auf der 18, damit ich sehen kann. Und dann hat er mich gefragt, wo auch noch die Betten gemacht werden müssen. Und wir sitzen hier im ersten Moment so, Mir ist erstmal die Kinnlade runtergefallen. Und ich hatte ja gestern auch kein Cam an, zum Glück. Mir war es gestern nicht danach. Ich glaube, das wäre ein Bild für die Götter gewesen. Ja. Mir war es einfach gestern nicht danach, muss ich klipp und klar sagen. Und und dann kam der Spruch immer wieder, ja. Er hat dann noch Feld 20 gemacht, dann hat er, ja, 19. Nee, war es 19, oder? Nee. Wo ist jetzt das, wo noch bis zum nächsten Jahr liegen bleibt? 17. Na, dann müsste er mir für das Feld ja auch noch eine Rechnung stellen. Na klar. Bei das stimmt, Saatbeet haben wir gar nicht mit reingenommen. Richtig, Saatbeet für Felden 17 und 20 denn. Ich hol da mal kurz den Rechnungsblock raus. Ja, da wollte ich sowieso dann nochmal außerhalb von Stream was vorschlagen. Für Discord. Teammitglieder. Man halt da so eine Art Workplan macht, weißt du? Also sowas. Oh nee, Poppy, das geht drunter und drüber. Das habe ich schon bei anderen Dingern probiert. Vergiss es. Okay. War jetzt nur so eine Idee gehabt, weißt du? Weil es guckt nicht jeder immer ins Discord rein und so und. Ja, also ich machte Discord die Tage kaum an. Ja. Weil ich ja teamtechnisch nutzen war ja
Discord nicht so viel. Und auch vorher habe ich den Discord nur angehabt, wenn ich reingehen wollte, weißt du? Darum hat auch Willi gesagt, hast du das noch nicht gesehen im Discord? Hast du das noch nicht gesehen im Discord? Ja. Aber das mit dem Cosplay, das muss ich nochmal ansprechen. Welche hast denn du probiert, welche Düngerstreuer? Na, einmal den, den es zweimal gibt. Einmal als Kalk und einmal als Dünger? Nee. Einmal gibt es den doch als Streusalz und einmal als Düngestreuer. Das ist ja vom W50. Nee. Zum Anhängen. Ach, ich weiß welchen, okay. Den Onkel auch hat, den kleinen. Den RCW3. Genau. Ja, ich glaube, so heißt der. Warte, ja. Komme ich da rein? Kann ich dir gleich sagen. Der RCW3, ich habe ihn hier schon offen. Und der MVU8, die 2SD testet. Genau. Probier mal den T088. Der funktioniert. Mist konnte ich streuen. Ja, und der kann auch Kalk und Dünger. Ach so. Den kannst du nicht umkonfigurieren als Miststreuer, Kalkdünger und Normaltransport und Hexegut. Okay. Weil das ist, die eierlegende Wollmilchsau, sag ich mal. Ich hatte mir bloß es war mir jetzt nicht so bewusst, welche Konfiguration ich da denn brauche. Deswegen hatte ich jetzt die anderen beiden probiert und da hat er mir jedenfalls im Curseplay nur freie Fahrt angeboten, aber keine Feldarbeit. Okay, also das ist eigentlich ganz einfach. Das sieht man im Normalfall auch. Wenn du den Mod aufmachst, hast du als erstes den Standard-Kipper. Wenn du einmal nach rechts drückst, hast du den Hexegut. Nächste Stufe ist Mist. Ja, aber das müsste ja auch irgendwo anzeigen. Dass, und der letzte ist der MPSZ 1500. Der hat diese Räder, wie die Düngerstreuer standardmäßig haben. Okay. So, probier einmal zur Kasse, bitte. Wenn es eine gute Idee war. Das Problem ist, Saatbeet zählt wahrscheinlich mit unter Kuppern wahrscheinlich, deswegen es gibt keine zusätzliche Dings fürs Saatbeet machen. Ist nicht schlimm. Ich sag jetzt mit guter Idee, weil ich gerade den Berg hoch fahre und dass ich anhalten musste. So, ja, das ist ja gleich machen können, wenn du gestanden hättest. Ja. Wollt ihr damit ja nur sagen, dass die Rechnung fertig ist? Ja. Hätte ich vielleicht machen sollen. Naja, einmal mal schnell. Hätte Fahrradkette. Genau. Tja. Hätte Hund nicht, hätte er die Katze gekriegt. Dafür kann ich den Teddy beobachten, wie er walzt. So, ob das so eine gute Idee ist? Ich habe gehört, wenn Teddybären beobachtet werden, werden sie ganz grimmig. Achso. Oh. Ich fahre hier gerade nur lang, deswegen. Bin ich dafür, dass ich hier lang muss. Hast du bei dir schon den Multilink gepostet? Nein. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss, das müsst ihr mir mal zeigen. Ich habe noch nie irgendwelche Links oder so gepostet und erstellt. Wenn du das einfach in den Chat reinkopierst. Beschreibung. Oder Beschreibung, wann genau. Ich habe aktuell sowieso einen Zuschauer. Aber du könntest theoretisch. Aber wie gesagt, du kannst theoretisch halt auch beigehen, wenn du den Link irgendwo rauskopieren kannst, tust du einfach unten im Chatfenster einfügen und dann auf Enter, fertig, bums. Also ich weiß ja nicht, wie viele jetzt noch bei Teddy mit mir zuschauen, also über die Multis-Link. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nur, dass ich jetzt irgendwie bei dir gerade nichts posten kann, weil irgendwas nicht stimmt. Ach so, siehst du, ja, das Nee, das hat mit dir nichts zu tun, das hat mit mir zu tun. Ja, aber es kann sein, dass ich das auch nicht erlaube, weil... Oh Gott sei Dank, als Streamer kannst du ja auch Links posten verbieten. Ja, deswegen ja. Ich glaube, das hatte ich nicht angekreuzt.
Ich muss euch mal als Mod eintragen und euch das dann erlauben. Du brauchst uns nicht mal als Mod einzutragen. Das reicht eigentlich, wenn du wie heißt es? Ich komme nicht auf den Namen. Was gibt's denn noch? Mod und als wie heißt denn das, was du noch einstellen kannst? Also ich kenne nur Mod, also von daher. Ja, ich kenne auch nur Mod. So, und außerdem kann ich bei Twitch dir nicht posten. Oder meinst du VIP? VIP. Das ist aber auch nur begrenzt. 10 Stück. Ja. Oh, siehst du, da haben wir das Link, habe ich halt, ja genau, habe ich natürlich gesperrt. Und ich glaube, du kannst auch immer nur im Mod ein als VIP machen oder drei, irgendwie war das so. Also auch auf Personen begrenzt. Nö, eigentlich nicht. 10 Stück, glaube ich. Nein. Da haben sie vielleicht erhöht, aber letztens im Stream hat einer gesagt, von wie der Streamer, dass es irgendwie nur auf jeden Fall begrenzt ist. Und das müsste man, ja, glaube ich, jeden Mod neu einstellen. Aber Poppy, das müsstest du doch jetzt die Anfrage gekriegt haben und den brauchst du ja bloß bestätigen. Oder hat er das gepostet, den Link? Er hat's gepostet. Aber halt als Sternchen. Ja, dann sehen die anderen, dann sehen das dann halt nicht. Genau. Ah, okay. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, wollen wir reden? So, ich habe dich jetzt als Mod eingefügt. Ich weiß nicht, ob du jetzt posten könntest. So. Ob das so eine gute Idee war, den Bären noch ein Schwert zu geben? Eieiei. Das ist ein Killerbär. Also ich bin bei Tom und glaube auch bei Matze auch Mod. So ist nett. Es geht jetzt nicht, es ging jetzt nicht ums Mod sein, Daddy. Du hast den Witz jetzt nicht verstanden. Ein Bär alleine ist schon gefährlich genug. Gib den Bären auch ein Schwert und der ist doppelt gefährlich. Das ist richtig. Ja, das wollte ich damit sagen. Das hat jetzt nichts mit dem Status zu tun gehabt. Kindes nicht. Hat das jetzt geklappt? Ja. Weil das ist nämlich auch ein Grund, warum ich eigentlich nur, wenn ihr anderen streamt, wie jetzt Tom und so, dass ich hauptsächlich nicht mitmache, weil ich dann auch als Mod reagieren kann und möchte. Und wenn ich aber selber streame, ist das dann immer blöd für die Zuschauer. Wenn ich dann plötzlich stehen bleibe und was mache, weißt du? Ja. Das ist ein bisschen doof. Dann bei mir ist zum Beispiel Onkel der eigentlich Mod, aber wie gesagt, der liegt ja lieber faul auf dem Sofa rum. Er hat ja lieber Corona, statt zu arbeiten. Ja, so ist es halt. Nee, wegen irgendwas habe ich ihn damals mal eingetragen. Ich glaube auch wegen den Posten oder so, keine Ahnung. Ja, Tom hat mich ja unter anderem eingetragen, auch wegen diesem Mist, Werbungsspam und sowas, weißt du? Ja. Eigentlich könnte ich Matze ja als Mod machen, der ist ja eh gerade da. Aber ich glaube, er löscht alle Nachrichten, die reinkommen. Schnell bei mir steht nur, Nachricht wurde gelöscht, Nachricht wurde gelöscht, Nachricht wurde gelöscht. Ach nein, so gemeint ist Matze doch nicht. Dann sag ich nur noch den ist, hi Poppy, Nachricht gelöscht. Oder Poppy schreibt, Nachricht gelöscht. Schumpelschubi, Nachricht wurde gelöscht. Tja, ich schreibe mir alle nur dasselbe, komisch. Alle zu blöd zum Schreiben. Schreib alle dasselbe. Ja. Oder er ändert denn plötzlich den Streamtitel. Ich glaube, das kann ich sogar festlegen, was er machen darf und was er nicht machen darf bei YouTube. Ja, okay. Weil ich glaube, er kommt, glaube ich, bei YouTube nicht ins Creator der Sport rein. Ja, das ist noch auch bei Twitch ist das auch.
Du hast einmal Mod und dann hast du noch Editor. Jetzt schreibt man sie tatsächlich ins Chat gerade rein, da recht gelöscht. Ja, es ist so ein Dussel. Also wer den Spaß sehen will beim Tiger, da hingucken. Toll, jetzt kommen sie alle rüber, schreibt mal alles mal rein, da recht gelöscht. Und genau. Und ja, Papi, klar. Das war so klar. Ossi Bauer Horst mal reingucken wollt, der nennt sich auch Ossi Bauer Horst auf YouTube. Ich habe da leider noch keine Verlinkung zu. Gebe ich ehrlich zu, ist untergegangen. Ich kann mich ja auch nicht an alles erinnern. Und das Schlimme ist, wir, der Tiger und ich haben vorhin was besprochen, dass wir irgendwas noch machen wollen an unserem Auto. Und glaubst du es? Ich weiß es nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis lässt büßen. Ja. Ja, du wolltest beim Steinsammler die Kapazität wahrscheinlich erhöhen. Oder allgemein den Steinsammler nochmal angucken. Und da hatten wir gesprochen wegen Matzes Traktor wegen der Reifen. Ja, da brauche ich doch nochmal eine Info, was, um welchen Traktor das jetzt ging mit der Reifen. So. Aber ja, Matzes. Ja. Der R2. R2 Johnnies. Ich glaube, den aktuellen, den er gerade fährt. Also der dürfte an der Reifen nichts haben. Was meinst du, was mit MTS? Hast du MTS hochgeladen oder was? Du. Auch wenn ihr es nicht lesen könnt. User joined your channel. Du weißt ja schon, was ich meinte, ne? Guten Tag. Wir haben weiter los. Moin, Matze. Moin, das war zusammen. Abend. Guten Abend, Tom. Was ist eigentlich damit gemeint? Du weißt doch, wo wir herkommen. Oder wo wir sind, ne? Ja. Bezüglich auf das, was du gerade gesagt hast. Jetzt verstehst du? Nee, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Du sowieso, du brauchst nicht auf dem Schlauch stehen. Du bist so weit weg von uns. Aber hi Tom. Grüß dich Matze. Jo. Und die ganze Rest der Welt. Grüße dich Tom. Und grüßt euren Chat. Richtig. Ja, dann grüße ich mal Matze und Papi. Wieso? Es sind drei. Ja, der Dritte hat noch nichts geschrieben, kann ich nicht grüßen. Weiß ich ja nicht, wer das ist. Guckt schon ungläubig. Echt? Jana guckt bei mir rein? Okay. Och. Das ist ja voll toll. Ach ja. Oh. Teddy. Aber ich werde mich wieder rausgehen. Weil du weißt, was wegen. Naja, ja, alles gut. Alles gut. Okay, das mal. Ich gucke noch weiter zu. Und Matze, wenn irgendwas Technisches geändert werden soll, musst du mir halt schreiben. Bis? Ja, irgendwie hat Tiger gesagt, dein Traktor alles. Und Reifen. Machen wir irgendwas mal. Irgendwann mal. Nicht jetzt. Ja, alles ja, ich gut. Kann nerven. Bis dann. Was schreibst du mir denn? User left your channel. So. Es kommt gleich eine Synchro. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Gleich ist der Spaß vorbei. Würde ich sagen, Stream aus, ab ins Bett, wa? Ja. Ich kann ja den Feierabend machen. Ich hab vorhin schon bei euch zugeschaut, ohne was zu sagen. Also.
Achso. Das wäre aber schön, wenn du mal ein Hallo oder was reinschreiben würdest, ja, weil dann würden die Leute sehen. Ich hab angemacht und bin Abendbrot essen gegangen, damit er. Er hat doch nicht mal zugeguckt, er hat einfach nur laufen lassen. Und das von unserem. Nein, das ist unverzeihlich. Ja. Aber du, der Zuschauer ist hier trotzdem, oder? Aber du, Tiger, ist vielleicht ganz gut. Weißt du warum? Wenn das nur laufen lässt, dann möchte ich nicht dabei sein. Ich sitze an der Quelle. Ich kann nur Windeln versorgen. Ach, darum kannst du es laufen lassen. Ah, ja. Ach, das ist kein Problem. Ich brauche jetzt auch nur 5 Kilometer fahren, dann könnte ich auch an solchen Windeln rankommen. Weil ich weiß, wo hier bei uns das Talent zu tun dafür ist. Hilfe, wo bin ich hier bloß hingeraten? Im Irrenhaus. Und wo das nächste Reha aktiv ist, das kann mir die Uhr gleich sagen. Da gibt's ein schönes Lied von Harris und Ford und DJ Outsiders, Irrenhaus. Passt zu uns vollkommen. Deine komische Ostmusik passt nirgendwo zu. Ja, es ist halt meine Musik, aber der Text an sich passt zu. Grüßt euch jetzt hier, jetzt oder später, auf der schwarzen Bombe. Und zack, die Schätze sind leer. Ja, mein Chat ist heute recht leer. Aber ist ja okay. Ja, gut, überlege mal, ne? Guck mal nach draußen. Es ist Sonntag, es ist geiles Wetter. Dass da nicht so viele zuschauen, ist mir verständlich. Alles gut, das war auch kein Vorwurf. An meinem Chat hat sich nichts verändert. Es ist immer null. Das wird schon seine Gründe haben. Da setzen sich bei so einem schönen Wetter schon um die Zeit am Rechner. Ja. Naja, gut, aber viele gucken aber auch über Handy und so und können sich auch draußen sitzen oder Laptop oder Tablet. In der heutigen Zeit ist es auch so viele Möglichkeiten. Meistens, wenn ich was auf Twitch gucke, meistens nur. Also du wirst lachen, gestern Abend hat mir einer ein Bild geschickt gehabt, das habe ich aber jetzt nicht gespeichert, Dussel. Der saß wirklich mit einem Bier und Tablet auf seiner Terrasse und hat zugeguckt. Andi, alles gut. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, das war mehr so Ironie. Und alles zur Aufklärung, gut, warum da eine Tanker dort in der Garage stand, da habe ich mit Billy gestern noch getestet, ob der rückwärts einparken kann. Ah, der AD. Ja. Und er konnte. Wenn man das so gesehen hat. Ja. Ich war bloß irritiert. Nee, das habe ich noch mitgekriegt. Ja, da hat er es auch nicht laufen lassen. Da. Himmel. Obwohl, da hilft glaube ich nicht mal mehr der Himmel was. Da helfen nicht mal mehr die blauen Pillen. Ja, da ist Haupt und Beiz verloren. Aha, was bist du heute? Gleich weiter, ich habe nämlich gerade was versucht. Doch. Apropos Hopfen und Malz, Tom, die Malzproduktion ist noch nicht drauf, ne? Nein. Okay. So, was hättet ihr denn jetzt an Arbeit anzubieten? Jetzt haben wir erstmal Arbeit für dich in Fragestellung. Wir haben vorhin ein paar Sachen nicht klären können, wo wir die Aufnahmen gemacht haben, sind so ein paar Fragen aufgetaucht bei Tiger und mir. Paletten. Hast du überhaupt in der Produktion schon die Leerpaletten mit drinne, dass du Leerpaletten brauchst? Ja, 1-2 Produktionen haben schon Leerpaletten drin. Okay. Es ging vorhin drum, weil Obstbau zum Beispiel und so, wegen Holz machen und so ein Thema ging es. Und das war jetzt erstmal so Frage Nummer 1, die wir noch hatten. Nee, beim Holzbau ist es noch nicht drin. Ja, nee, du musst ja wegen Holz machen ging es. Ja. Das heißt, ich nehme an, bei der Brauerei brauchst du Leerpaletten. Und wo noch?
Das könnte es im Moment eigentlich sogar gewesen sein. Beim Obstbau hast du auch noch keine Leerpaletten drin. Nee. Okay. Und GPG Gewächshäuser auch noch nicht. Nee. Also brauchen wir in der Richtung nicht so unbedingt zu gehen. Nee, das wollte ich eben im Moment erstmal noch vermeiden, dass man zwangsweise jetzt überall schon in Holz gehen muss. Die Produktionen sind ja alle mal noch nicht ganz 100% fertig. Ja, da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Produktion und Holz machen müssen. Hast du absichtlich Stroh nicht mehr als Brennstoff mit reingenommen? Ja. Weil man jetzt ja ist Stroh hauptsächlich auch in der BGA durch den verschiedenen Silierern überall durchjagen kann, um da permanente Einnahmen zu haben. Wenn wir das nämlich nachher mal auf Strom noch mitmachen wollen, die Produktion, muss der ja mit irgendeinem Rohstoff die BGAs laufen lassen können. Ja, aber ich ganz ehrlich, ich will auch trotzdem Stroh damit reinnehmen für den Anfang erstmal, dass man zum Anfang erstmal was hat. Weil es gibt auch sehr viele Spieler, die kein Holz machen eigentlich. Und deine Produktion haben ja jetzt fast alle brauchen ja Brennstoffe. Sei es Kalkproduktion oder so, brauchen ja Brennstoffe. Das heißt, wenn wir jetzt auf der auf dem Aufnahmeserver müssten wir erstmal denn als nächstes ein bisschen Holz machen, damit wir Hackschnitzel haben. Aber darum Kalk ist die Gedanken. Nee, guck mal beim Kalkwerk rein. Beim Kalkwerk steht 200 Wasser, 200 Stroh, eine Linie und die andere Linie ist Hackschnitzel. Ah, okay. Ach, da hast du quasi eine Strohlinie mit drin. Da sind zwei getrennte Produktionslinien drin. Und ja. Sokun und Mike, grüßt euch. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Da hatte Tiger geguckt gehabt, glaube. Oder war das noch eine andere Produktion, die. Oder war das Saatgut? War das Saatgutproduktion und eine Produktion brauchte. Hackschnitzel, damit die angeht. Nee, Saatgut auch nicht. Ich wollte gerade sagen, das war das Kalkwerk, aber da hatte ich auch nicht angeguckt gehabt. Nee, Kalkwerk hat zwei Produktionslinien. Einmal mit Stroh und einmal mit Hackschnitzel. Ich hatte nur noch im Kopf gehabt, dass das Kalkwerk Brennstoffe brauchte, ja, aber ich hatte jetzt wusste jetzt nicht, ob das wegen Stroh und nichts habe ich jetzt nicht geguckt gehabt. Ah, okay. Ah, das zeigt zwar, ja. Du musst halt auf den Produktionslinien durchgehen. Ja, da steht Strom mit drin. Ja, nee, Tom, da hatten wir gar nicht geguckt gehabt. Alles gut. Ja, die dachte jetzt nur, ich hätte geguckt. Das kommt raus, wenn Freddy guckt. Hä? Das kommt raus, wenn Teddy denkt. Und Tiger guckt. Tiger guckt. Und zwar nichts Gutes. Ich habe ja nicht geguckt, also kannst du ja gar nicht an mir gelegen deswegen haben. Deswegen ja. Das ist ja noch schlimmer. Bocco, moin. Ich war da, glaube ich, gerade am Ansehen oder so. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Da haben wir uns drüber unterhalten gehabt. Weil wir doch denn das Kalkwerk geholt haben. Weil ich doch Steine ja, das hatte, hatte. Das hattest du aber erst gekauft, nachdem ich bei der wegen der Sackgutung geguckt hatte. Der 3 muss gepflügt werden. Da muss. Wie weit bist du, Tiger, mit. Fast durch. Er kann theoretisch schon vor Gewinne schon anfangen. Was macht ein Tiger auf der 3? Mulchen. Mulchen. Achso, okay. Aber wie gesagt, du kannst außen noch um zu schon anfangen, weil ich habe 2 Vorgewinde gezogen. So, Rocco hat jetzt schon Moin gesagt. So, Sukun. Achso, was gibt es an Osttechnik schon? Guck einfach mal bei uns ins Forum rein. Da haben wir eine Seite in einen Channel. Das sind einige Seiten, wo. Auch schon für LS22? LS, ja. Ja, wo. Okay. Bescheide Osttechnik noch zu finden ist, außer im Mod-Hub. Weil. Viele Sachen sind nicht im Mod-Hub drin, weil
Einfach so, ist halt so. Einfach so strenge Aufnahmegeschichten, also. Nee, ich denke mal, dass die gar nicht erst eingereicht werden, weil es einfach nur so ein kleines Nischenprodukt ist. Nee, weil ModHub einfach zu streng ist. Wenn du jetzt mal guckst, wie lange Grabfeld gebraucht hat, bis ihr, war das der ZT im 19er oder was, bis der draußen war, weil die wegen Kleinscheiß den immer wieder abgewiesen haben. Der war mehrmals zur Prüfung. Und da haben sich so viele aufgeregt, dass Laserschwerte und so ein Müll kriegen, kommen in ModHub rein. Ja, und Sachen, wo viele Leute drauf warten, kommt nichts. Ja, das wird aber immer so bleiben. Poppy, ja, Poppy, wo hast du denn Rosti rumstehen? Bei mir? Hol uns doch selber einen Rosti, oder ist der so teuer? Nö, eigentlich Rostbare ist eigentlich Schrott wert. So. Die 20 hattest du ja schon in Rechnung gestellt, wo? Ich habe alle Rechnungen schon ausgeteilt. Zukon, kurz zur. Ja, und zwar ist das einfach der Hinweis, was da bitte untergegangen ist. Und zwar, ich tue mal jetzt hier zur Brauerei springen. Drückst du auf Besuchen, ne? Und man landet genau in dem Trigger, wo du die Produktionsstätte kaufen kannst. In echt hast du auch nicht irgendwo überall Leuchtsymbole rumschwirren. Macht einfach, vor allem auch wenn du nachts spielst, im Dunkeln spielst, du hast überall die blauen Leuchtkäfer schon rumschwirren. Deswegen ist das alles auf der Map so eingestellt, dass du direkt in dem Trigger landest und die Produktionsstätte kaufen musst oder später dann verwalten kannst. Dort einfach die kleinen blauen Bildchen. Oder du machst das bei der nächsten Version so, dass du einfach für die Herausgeberversion einfach die Dinger aktivierst, dann sind sie zufrieden. Das ist in-game noch drin, dass du das generell noch ausschalten kannst, extra noch. Hat Teddy gesagt. Richtig. Ja gut, aber wenn du es ja von der Web auch schon deaktiviert hast. Es sind noch einige, beim Bahnhof und so sind noch welche. Ah ja. Und Jaroslav, ahoi. Hast du für Feld 19 schon Gruban abgerechnet? Wann ist denn da gegrubert worden? Gerade eben fertig geworden. Die neue Rechnung, also. Gruppen 19 auswählen, hier Produktion zu Rechnung stellen. Warum haut die Rolle immer noch ab? Was ist denn jetzt los? Hä? Die ist wohl von der Rolle. Nee, wenn der Randy sich mal kurz vorher mit mir verständigt hätte, dann hätte ich dem, er wohnt ja eigentlich gleich hier in der Nachbarstadt von mir. Er hätte sich einfach zum Grillen eingeladen. Ja, hätte man mal bei einem Bierchen die Map-Erklärung gemacht. Oh, der Richter könnte dabei gewesen. Und der Mike schreibt hier, er braucht mal Hilfe, Teddy, von dir wegen den E303. Okay. Was ist mit dem? Ich will mal mit dir im TS mit da drüber quatschen. Können wir gern mal machen. Und ich jetzt. Ja. Was sagen jetzt für ein bisschen doof, ja. Weil vieles, diese Konvertierung vom 303, das hat ja Willi gemacht. Aber das kapiere ich nicht, warum gerade die Walze abgehauen ist. Ah, oh, das ist interessant. Da habe ich doch gerade gesagt, sie war von der Rolle. Und ich bin jetzt gerade kackfrech, weil ich wollte jetzt nicht noch zigtausend Mal hier übers Feld fahren. Ich weiß, es ist unreal, aber das ist mir jetzt gerade sowas von Latte. Es wurden jemand, es haben zwei Stream-Zuschauer gesehen.
Es ist eine Standort-Map, bis auf den letzten Zentimeter ausgereizt. Aber Teddy, was ich mir so gerade mal so im Kopf mal so zusammengesponnen habe. Du hast doch bei deiner Sattkombination doch diesen Vierer-Ausbringer. Ja. Kannst du da nicht theoretisch auch vier Walzen dran machen? Also jetzt rein theoretisch erstmal. Dann hättest du sogar noch mehr Arbeitsbreite bei den Walzen. Theoretisch ja. Ist halt nur die Frage, ob die Walzen dann breit genug sind, ne? Und Randy hat noch die V1 von der Map vorgestellt. Im Forum ist mittlerweile eine V2 drin mit vielen Erweiterungen. Sind noch ein paar neue Produktionen dazugekommen. Einige Animationen und so sind korrigiert. Ein paar Fehlerchen sind rausgemacht worden. Also im Forum bei uns ist die V2 auf der, wie wir jetzt spielen, das ist eben schon einiges weiter als in dem Video von Randy. Und schönen guten Abend auch, Bounty. Sorry. Und beim Randy schaue ich immer mal rein, was da so für überschlaue Kommentare drin sind. Die sind immer manchmal dolle lustig. Ja. So, das, was gibt's da noch zu tun? Gott, ich Tom. Leider kleine dumme Kinder oder erwachsene dumme Kinder, keine Ahnung, die einfach meinen, klick und ihn muss das alles zu Boden oder zu Füßen liegen. Entschuldigung, das musste mal raus. Osti, du könntest theoretisch hier Tom hier beim Flügen helfen. Okay. Aber und da hat er, glaube ich, nicht den passenden Traktor für. Obwohl der 403 für den ausgedeckt ist. Und da vor allem könntest du theoretisch ja, mal annehmen. Können ja das Video nicht mal angeschaut haben, der letzte zum Beispiel. Ach, sie kann ja meinen Kasi, mein Rosti nehmen. Zum Beispiel. Ich habe jetzt einen für unsere LBG geholt. Ja, wenn er dir Flügel hilft, brauchen wir einen zweiten. Ja. Also das geringste Übel. Es sei denn, was hast du für einen Flug genommen? Da steht noch einer auf dem Hof. Wie gesagt, lass doch den roten hier stehen und fahr mit dem Rosti runter. Oder du nimmst den blauen von hier. Von Teddy. Komm, Breitenbach, hallo. Den hab ich ja grad. Den hast du gerade, okay. Teddy 403 ist vom Grabfeld Modding eigentlich gedacht für diese Flugkombi. Da schafft also, das, denke ich mal. Richtig, also er könnte theoretisch sogar meinen ZD nehmen. Theoretisch. Ach Tom, ich habe heute irgendwo was gesehen gehabt im Netz, ich weiß nicht, ob das auf Facebook war oder so. Gab es irgendwie mal nach der Wende oder so mal ein ZD von deinem 523er? Ja, es gab einen 523, glaube ich, ja. 325. Oder 325, ja. Nee, das war ein 523er, stand dabei. Nee, der sah genauso aus wie deiner, stand auch drauf, der 529. Müsste ich gucken, sagt mir jetzt nichts, weil... Deswegen habe ich mich auch gewundert, ich dachte, 523? Oder der hat einfach das, oder das Ding ist einfach nur getunt gewesen und hat einfach eine andere Zahl drauf gemacht, keine Ahnung. Und ich muss mir auch mal die Rollen angucken, weil irgendwas stimmt bei den Scheißrollen. Und Warthander, guten Abend. Ja, Sukon, die ganze Map auf Deutsch gesagt. Gut eigentlich auf Kindheitserinnerungen. Und man halt muss halt einfach mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Botanik laufen in Form. Genau. Ja, wer die Web spielt, hat ein Stück Tom dabei. Und an meinen muss ich auch noch mal rangehen. An meinen Charakter. Also den blauen. A braucht der auch noch ein anderes Symbol, 11. Karte. Und ich muss mehr Arbeitslicht hinten haben. Da muss ich mich mal mit dem Billy unterhalten. Haferstroh, ist es.
Ich bin mal ganz kurz AFK. Teddy, du brauchst eigentlich nur mal im Rosti das Arbeitslicht rauskopieren, bei dir einbauen und die ganzen Einträge aus der XML mit rübernehmen. Okay, ich habe ja Arbeitslicht, das ist aber so dunkel. Dann musst du im Mod hin die Lichtquelle, auf Deutsch gesagt, verdoppeln und noch einmal unten drunter, auf Deutsch gesagt, als Untergruppe dieselbe Lichtquelle noch einmal mit reinfügen. Da wirst du das Licht verstärken oder aufgelöst bleibt. Ja, weil das ist Bescheid. Einfach zu schwach. Also du hast ja einen Aufruf, Licht vom Typ so und so soll angehen, mit einer XML, mit einem Node definiert, und wenn du da dasselbe Licht noch hast, also die reale Glühbirne im GI, weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du die nachher noch einmal verdoppelst und das die als 01, als Untergruppe reinheften, und das die vielleicht noch ein kleines bisschen im Winkel anpassen, bist du noch mehr Licht raus? Ja. Zukon vom Willi will's wissen eingefahren. Komplett für die Map Autodrive Kurse ist im Forum erhältlich. Das ist der Willi, der bei Mario Hirschfeld mit unterwegs ist. Und das ist der Willi, der zum Autodrive Kurs gehört. Also besser könnt ihr keine Autodrive Kurse für eine Map kriegen. Also das sind ja. Wir sitzen an der Quelle, auf Deutsch gesagt. Ja. Moin, Hava. Was ganz anderes, mir fällt auf, dass seit ein paar Tagen sämtliche Fahrzeuge schneller den Lack verlieren. Wurde da diesbezüglich irgendwas in der Map eingestellt? Nein. Auf dem Server eingestellt. Ja, sowas kannst du auf dem Server nicht einstellen. Du hast doch Zugang auf dem Server, du siehst ja, was wir da einstellen können, das ist alles. Ja, nein, ich meine hier im Spiel Admin-Bereich. Ich weiß nicht, ob man da was einstellen kann, aber. Nee, da kannst du den Verschmutzungsgrad einstellen. Das ist mir aufgefallen, weil auch die Walzen sind nie so schnell kaputt gegangen. Weil die sind auch blank. Und Ada 82, grüß dich, das erste Mal im Chat, bist du auf der schwarzen Pumpe gelandet, bist eigentlich richtig bei einer Ostmap. Ada ist ja ohne gute Ostmarke. Daddy, vielleicht lag das auch an der Patch. Dann hätte man das schöne Bordache eher mitkriegen müssen. Das ist in den letzten Tagen erst. Weil ich habe mich ja gewundert, dass die Überladewagen ungelogen eine Fahrt mit dem AD vom Hof zur GPG und die waren blank. Ja, warte mal. Ich glaube, da hast du ein bisschen was Aggressives gefahren. Nein, da war ich leer. Dann war der Fortwind zu stark. Irgendwas muss es sein. Doch, Supon, das geht. Ist Precision Farming. Das muss nur in die Map eingetragen sein. Und hier auf der Map ist es eingetragen. Wenn man das mit der Standardeinstellung spielt, so wie das Spiel das vorgibt, fehlen die Einstellungen. Deswegen muss da ein bisschen was in die Map eingebaut werden. Die ganzen Zusatzfrüchte, auf Deutsch gesagt, müssen in der Map XML noch definiert sein. Und Bounty, grüß dich. Ich bin wieder da. Warst du weg? Ja, hab doch gesagt, ganz kurz AFK. Das hat man nicht gemerkt. Hat er aber gesagt. Was sie? Ja? Du hast einen falschen Flug mit. Wieso? Weil Tom mit einem Flug flügt. Und macht einen Unterschied? Ja, von der Breite her. Meiner ist der Schummelflug. Nee, also Macht nix, lassen nur. Okay. Oh, also Teddy, ich habe mal geguckt, also auf dem Server kannst du nichts einstellen, was Lack anbelangt. Okay.
So, dann kann da ich. Kannst du, da kannst du nur ein Stellenschild anzeigen, ja oder nein. Okay. Weil, so schnell ist bei denen noch nie der Lack ab gewesen. Keine Ahnung. Das kann aber sein, vielleicht, dass eventuell so ein kleiner Mini-Mini-Mini-Patch rausgekommen ist, den man nicht wirklich wahrgenommen hat. Ja, wer weiß. Gucke mal bitte dann Teddy in die Überladebaken rein, wenn das speziell bei dem dort aufgefallen ist, was da für Werte drin sind. Ja, das ist jetzt nicht nur bei dem aufgefallen, das ist mir jetzt auch aufgefallen, Matze, sein Traktor, der ist so ruckzuck jetzt blank gewesen. Die Weizen sind jetzt so blank. Und das ist halt das, was mich gerade irritiert. Aber so ist doch richtig. Der Lack bleibt doch im Boden nicht lange drauf. Wird abgeschliffen. Aber nicht bei einem. Und nicht bei einer Betonwalze. Anhänger in die Überladebaren bloß vom Fortwind. Das ist richtig. Bevor du musst. Ja, das sind ja keine Betonwalzen, das sind ja Metallwalzen. Dass diese Fläche, wo sie drüber rollen, dass die abgeschliffen sind, ist, mag ja noch okay sein. Das ist ja gut, aber der Rahmen. Der Rahmen hat mit dem Boden keinen Kontakt. Sukon, also ich würde mal sagen, 90%, was man so sieht oder liest, wenn man mal auf dem Server bei anderen reinschaut, spielen die Map mit neumodischer Technik. Jeder soll so spielen, wie er möchte, vielleicht gesagt, sagen wir mal. Schreibt euch mal vor, dass man die Map unbedingt mit alt. Man kann doch auch neumodische Technik, die ein bisschen mal sind. Wie gesagt, ja, die Map ist immer auf 7-8 Meter Arbeitsbreite ausgelegt. Bei 15 Meter oder mehr Schneidwerk, 13 Meter Schneidwerk, na, dann kann es schon mal sein, dass man da hier und da mal aneckt. Ja. Und genauso. Verbessere mich, wenn es jetzt nicht so ist. Precision Farming, dieses Gerät, das kannst du ja eigentlich an jedes Fahrzeug anhängen, oder? Richtig, richtig, richtig. Ich sollte vielleicht auch mal langsamer um die Kurve fahren mit meinen Rollen. Mhm. Ossi Bauer, ziehst du einfach mal von der Mitte her gerade Linien durch. Oh, oh, ich hatte gerade einen Lag. Bei dieses, Anbaugerät kannst du ja auch an Osttechnik-Traktor oder so hängen. Das ist ja nicht das Problem. Oder Tomek, fang auf der anderen Ecke an. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Runden Vorgewände gemacht, Kante glatt gezogen. Ja, dann fahr ich zufällig 2 und fang von da, von der Seite aus dann an zu flügen. Was? Ja, ich wollte schöne lange Bahn ziehen. Okay. Was soll, sonst ziehst du ja genau da durch, sonst Ossi, wo ich ja noch nicht unten und du oben, okay? Dann mache ich hier am Waldrand lang und du fängst auf der anderen Seite an. Ja. Na, dann ziehen wir jetzt hier einfach mal. Die gerade Linie rein. Ich habe doch hier eben eine Ecke ausgelassen, wo war denn das? Guckst du auf Karte? Ich bin extra das A, ah, ja, da ist er. Extra nochmal zurückgefahren. Ja, der innere Schweinehund, der das bestimmt, das ist richtig. Sukon, das kenne ich. Wenn das eine denn mit dem anderen nicht zusammenpasst. Siehst doch, du, das ist eigentlich ganz einfach, weißt du wie? Mach es so wie der Tom. Das war halt ein Westimport. Ist in einer Handtasche geschmuggelt worden.
in Einzelteile. Genauso wie Matze sein Traktor oder Poppy sein Traktor. Wieso hatten in Ossi-Bauer sein K700 keine Farbe mehr? Weil er blank ist und das verstehe ich nicht. Das ist seit kurzem. Die werden innerhalb kürzester Zeit werden die lacklos. Aber alle Fahrzeuge. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, wir müssen mal unsere Waschanlage umstellen. Ja, bei dem letzten Steam habe ich den doch gewaschen und habe ihn zum Hobby hochgefahren. Da war er doch noch in Ordnung. Ich habe mir jetzt auch noch mal gerade gewaschen. Ja, Tom, du sollst... Das hat mit der Waschanlage nichts zu tun. Boah, Spaß, Mensch. Aber Tom, wir haben gesagt, wir wollen Wasser da rein haben und nicht Sandstrahlen, Mensch. Besser sauber, ne? Ich habe erst vorhin gedacht, das liegt daran, dass er so weit im Sichtbereich ist. Nee, von nahen sieht er immer noch so nackig aus. Ja, in der Sonne glänzt er richtig. Ich habe mich auch gerade gewundert, warum der so blank ist. Das ist die Special Edition. Ja. Darum frage ich, ob wir vielleicht den Mod geändert haben. Eigentlich nicht. Ist bloß was Neues noch mit draufgekommen, einiges. Aber skriptmäßig. Also das eines, das war ja bevor dieses das was wir vorhin in der Aufnahme gemacht haben, Tiger, wie heißt es denn? Sync-Mod. Der Sync-Mod ist neu gekommen als Skript, aber das ist das einzigste Skript. Ja gut, aber, eine Sekundation sollte ja eigentlich nicht was vom Dach machen. Nee, das ist ja auch davor schon gewesen. Das kann natürlich auch sein, dass der Ossi Bauer angefangen hat, den neu zu lackieren, dass er den schon entrostet hat. Ach shit, ich muss noch bei anderen Richtungen. Ja gut, bei der nächsten Bahn. Moin Fovi. So, ich bin gleich fertig mit dem Mulchen. Poppy, du Cheater. Ich fahr auf der falschen Seite, sehe ich gerade. Was denn, Cheater? Ich hab gesehen, was du anhast. Hab ich denn an? OCA wahrscheinlich. Ganz genau. Oh, das meinst du? Ja, das tut sich ja schon die ganze Zeit. Weil ich bin nicht so mit gerade fahren. René, guten Abend, grüß dich. Schönen guten Abend, René, grüß das ganze Team. Grüße zurück. Grüße zurück. Fertig mit Mulchen. Der hat dir gleich mal langweilig, Tobi. Langweilig. Oh, das geht noch besser. Da müssen wir doch unserem Rosti einen neuen Namen geben. Lanky Rosti. Ja. Schumischumi, Abend, auch grüß das Team und den Chat. Oh. Schönen guten Abend, Schumischumi. Warum heißt er nicht bloß Blanky? Und dann ist es ein Planky. Oder ein Stripper, weil er nackt ist. Hab ich das noch oder habe ich das nicht mehr? Und Servus Willi! Servus Willi! Willi, grüß dich! Warum ist der noch nicht auf dem Server? Formel 1 ist heute nicht! Ja, Willi, und zwar haben wir seit kurzem, hat Teddy festgestellt, das Problem, dass Fahrzeuge so schnell entlackt werden. Man kann nur sagen, nackschweren. Farblos. Ach, und hier, Poppy? Hä? Langweilig. Ja. Ich grüße auch meinem einen einsamen Zuschauer. Hey, oh, ey! Oh nee, was denn du eine Einladung? Ach, du bist es!
Ist denn Billy im TS? Hat er hier noch jetzt was gehört? Wir kriegen hier nicht. Live sind. Ach. Billy, dann komm wieder rein, jetzt zieh ich dich. Wenn wir im Live-Channel sind, kriegen wir keine Benachrichtigungen mehr, damit das nicht gestört im Stream. War aber früher mal anders, da hatte ich das unter. Ja, wir haben das extra zu Onkel gesagt, er soll das bitte umstellen, weil das im Stream scheiße ist, wenn jedes Mal diese Mitteilung bekommt. Ach so. Billy, da gehe ich an das IFA-Pack noch einmal ran und baue die verschiebbare Sattelplatte noch mit ein. Hast du die Bilder gesehen bei Discord heute? Heute Nachmittag noch reingestellt habe. Warte, du kannst ihn das gleich noch persönlich fragen. User was moved to your channel. Brauchst du nicht mehr einbauen, weil seit heute Mittag sind die Sattelplatten im W50 und im L60 drin im IFA-Pack. Hast du sie selber reingebaut mit zum Verschieben? Geil. Ja. Eigentlich bloß ein Eintrag, der ergänzt werden muss, genau. Ja, genau, bei dem L60. Weil der ja seine Schutzbleche und seinen Modfänger da unten drunter und die Sattelplatte in einer eigenen i3D hat, die ganz woanders liegt. Ja, und der W50 Wechselbrücke auch. Ja. Das heißt, braucht bloß noch auf der L60 das Logo drauf, oder? Oder hast du das auch schon mit drauf gemacht, Willi? Ne, Logos habe ich, meins habe ich auf die Seitenscheiben gemacht, da als Glasur, als Gravur quasi. Aber du musst das Ding ja sowieso erstmal Probe fahren, da sind bestimmt noch Sachen drin. Oh. Das sind ja jetzt 4 LKWs und ich weiß gar nicht, wie viele Wechselbrücken sind es jetzt? 10. So, apropos. Ich muss mal im Chat gucken, weil ich wurde vorhin gefragt von Frank. Frank, bist du noch da? Frank GTB. Und zwar wurde ich vorhin gefragt, dein L60-Pack, sein L60 kippt so schnell um. Ja, das haben wir doch schon geklärt, der Fahrer ist zu leicht. Oder zu schwer, eins von beiden. Ja. Schwerer machen, Schwerpunkt verschieben, langsamer fahren. Ja. Weil der Willi kann dann auch am ehesten sich, also da eine Aussage zu treffen. Und Grulli, auch wenn es für dich nicht ein schöner Abend ist, nicht so viel Stress auf Arbeit und danke, dass du reingeschaut hast. Ciao, Grulli. Grulli, 60. Guten Abend. Auf Feld 3 jetzt schon mal mit dem Auto zu fahren, wäre jetzt blöd, glaube ich, ne? Ja. Tiger. Ha? Gib doch Willi jetzt die Rechte für TS, dass er da reinspringen kann, ohne dass wir ihn mal ziehen müssen. Schwierig. Colli, so. Das ist ein. Weil er auch gerade im Stream ist. Ja, ich meine danach. Natürlich jetzt nicht. Das ist ein, oh Mensch, ein Eintrag in der Attacher, Da legt man einen Bereich fest, von wo nach wo die Deichsel auf Deutsch gesagt ankuppelt. Aber die habe ich jetzt nicht im Kopf, da müsste ich überhaupt nachgucken. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal einen Trailer-Attacher, das ist der in Höhe der normalen Anhängerkupplung, was man sich so vorstellt. Und dann gibt es einen Attacher-Trailer-Low, der koppelt weiter unten an. Ja, und dann hast du aber noch einmal Gradzahlen in dem Bereich, Höhenbereich, von wo nach wo der kuppelt. Da sind nochmal Zahlenfolgen drin. Ich weiß ja nicht, ob der Onkel gerade irgendwo im Chat rumgeistert. Weil, müsst ihr nämlich mal gucken, ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie das mit der rechten Verteilung ist, weil wir haben alle Admin, deswegen können wir überall reinspringen. Ich weiß nicht, ob das mit dem normalen Teamstatus auch geht. Synchro. Das reicht, dass ich einen Teamstatus gebe, dass er dann hier reinspringen kann, weiß ich dann nicht. Na gut, das muss, wie gesagt, das war halt das. Ja, nee, das ist ja okay, aber.
Colli, da musst du mal schauen, wo das mit der Attacher steht. In der Zeile steht noch irgendwo noch Gradzahlen mit dran und Höhenangaben. Und was immer hilft am besten ist, mal in einen Mod reingucken, der das macht, was man will. Immer abgucken. Kann mir noch mal einer sagen, wie der Schummelflug heißt? Warte. Irgendwas mit 9... Warte, ich, 9 MT, Lizard. Aber wie gesagt, ich komme mit dem normalen Flug nicht zurecht. Ich mag die auch nicht. Aber wenn der zu tief, also zu niedrig ankoppelt, hast du bestimmt in dem Anhänger Attacher Low eingetragen. Nee, so wenn ich das richtig verlesen hat, versucht er anzukuppeln und da trifft die Höhe nicht. Also wenn deine Deichsel nicht in der Kupplung landet, dann musst du mal gucken, ob du bei dem Fahrzeug im GE den Attacher-Not verschieben musst, ne? Es gibt ja einen Attacher-Not, wo die Kupplung sich einhakt oder die Deichsel bei der Kupplung. Die Deichsel liegt am Boden und lässt sich nicht anhängen, das meint er. Aha. Das ist eigentlich komisch. Aber wisst ihr, was der Schimmelflug noch für eine gute Bewandtnis hat? Was? Und könnt ihr noch einen Grubber hinten dranhängen? Wenn du ihn andersrum ankuppelst, dann kannst du sogar mit Vollgas flügen. Du kannst den sogar vorne dranhängen. Der ist auch für vorne gedacht. Naja, aber du könntest rein theoretisch auch noch einen Grubber hinten dran machen. Mhm. Wie gesagt, wenn du ein Gerät hast mit Fronthydraulik, kannst du ihn vorne dran machen und hinten ein anderes Gerät. Der brauchst du auch nicht mal, wie gesagt, der hat ja eine doppelte Dreipunktaufnahme. Ja, und. Also theoretisch sage ich jetzt mal, könntest du jetzt vorne 9 Meter Mulcher dranhängen, haust dir den Flug hinten dran, dahinter noch einen Grubber. Machst 3 Arbeitsschritte auf einmal. Da schneidet. Oh, ist wieder einer beim E303 bei, oder was? Bei diesem vermurksten Ding, was da irgendeiner hochgeladen hat? Wahrscheinlich. Ah. Was kann ich denn tun? Gut, das fällt mir jetzt nicht ganz leicht, aber. Ich meine, Willi, wir müssen dich heute leider enttäuschen. Betten machen ist heute nicht. Oh. Auf der 3 Steine sammeln. Ja, da muss ja einfach auch nicht gepflügt werden. Steine sammeln? So langsamer. Und Boogie Boo. Moin. Aber Umswehr hat doch gefragt gehabt, ob er mich mal wegen dem 303 sprechen kann. Ja, das war der Mike. Das kündigst du aber dann vorher an und machst da einen Livestream von mit 15.000 Zuschauern, damit das Ding auf ein für alle Mal geklärt ist. Warum machst du das nicht? Weil ich da keine Ahnung von habe. Oder Teddy lässt einfach sein Aufnahmeprogramm nebenbei laufen. Macht ein Video davon, wir setzen das auf alle YouTube-Kanäle. Also, jetzt bin ich mal böse. Willi? Ja. Laber nicht, Schweine labern auch nicht. Ich hab keine Ahnung wie alle anderen hier. Ich hab keine Ahnung vom Stream. Aber von den Fahrzeugen. Willi, das ist kein Problem. Wir machen einfach eine Live-Schaltung via Discord. Mein Rechner ins Weltall oder was? Nee, via Discord und ich tue dein Bild einfach dann in meinen Stream mit reinkopieren und dann. Genau, über Discord wisst ihr, wie es geht. Was ist denn ein Trapper Stream 900? Was ist das für ein Gerät? Das ist doch ein Schneidwerk. Das ist ein.
Schneidwerk für die größeren und neueren Drescher. Genau, das müsste eins sein mit eingebauten Wagen wie das Mähwerk vom 303, also wo du den X drückst und dann macht das den Klappmann. Ach, sowas. Genau dieses. Genau dieses ist das. Wo haben wir denn einen Schweinesammler stehen? Müsste eigentlich theoretisch hinten am Hof oder im Unterschied stehen. Richtung Bahnhof hinter. Oder halt in der alten Kartoffelwaschanhalle. In der alten Kartoffelwaschanhalle drin. Das könnte auch sein. Ja, wenn da noch steht, müsste da stehen, ja. Ist das eigentlich Willi sein Traktor mittlerweile schon auf dem Hof. Der ist frei, der steht in der Garage, wo er vorher stand. Nee, da sitze ich drin und fahre mit rum. Naja. Ja, der war vorhin schon unterwegs, darum. Ja, klar. Meine Fahrzeuge nehmen ja alle gehen. Das stimmt. Das ist ja nur okay eine Kunst, da du ja einen Großteil unserer Technik jetzt hier in 22 geholt hast. Also ich kann mit Recht behaupten, ich sitze nicht in einem Willi-Mobil. Ich auch nicht. Aber ich ziehe ein Willi-Mobil. Da könnte man jetzt frech sein und sagen, bitte mal in den E303 Fortschritt rein, weil ich glaube, das mit der Anhängekupplung, mit dem Attacher, das hat dort, glaube ich, drinnen funktioniert. Das Ausblenden hat noch nicht funktioniert. Aber das Ankuppeln hat, glaube ich, funktioniert in den etwas stümperhaft hochgeladenen 303. Ja, ankuppeln konnte man den, der hat nur die virtuellen Räder nicht ausgeblendet, deswegen konntest du das Ding nicht absenken. Du meinst so wie in dem Einladewagen? Ja, genau. Ja, Wartunder, so bin ich halt nun mal. Auf welchem Feld denn? Drei. Aber irgendwie kommen wir gar nicht für die Steine hoch, sicher, oder? So bin ich halt nun mal. Warum sehen einige Stellen schon aus wie gerobert? Das ist ein Synchro-Bug? Nee. Weil das vielleicht noch nicht geflügt ist? Nee, das ist irgendwie Tom sein Flug. Das ist sogar nicht bloß gerobert, das ist sogar das Saatbett. Das ist doch das. Ach Thema... ja, weil er die Walzen dran hat. Ja, das ist ja dieses Ekelthema. Stimmt ja, Tom hat ja die Walze hinten dran. Ja, was uns ein bisschen aufregt. Oder mich zumindest. Ja, mich auch. Du bist nicht da alleine. Aber das ist halt vom Spiel so vorgegeben, weißt du? Hatten wir ja letztens das Thema. Ja, weil ich habe noch extra mal reingeguckt in den Originalen, hab den mal getestet. Das ist wirklich so vom Giants vorgegeben. Och du, da brauchst du dich nicht zu entschuldigen für die Steilvorlage, was du die genutzt hast. Alles gut, dafür habe ich sie doch gegeben. Ja, jetzt. Oh, sag das auch so vorhin nochmal schnell, Kamera ausgemacht und geheult. Die Katzen heute wieder. Was sind denn? Muss er mit Ehrenburger auf die Katzen aufpassen, Herr Namio? Das hat ja jetzt echt den Nachteil, Tom, dass man genau sieht, wie Eirich über den Acker fährst, ne? Weil alle anderen machen lila gefügt und du machst da denn diese grünlichen Eierstreifen rein mit deinem Flug. Ja. Ja, weil die anderen alle Schummelflug dran haben. Aber hat bestimmt dann doch wieder heimlich Eierlikör genascht. Nee, da ist alle bei uns gerade. Ach komm, du bist bestimmt nach Leipzig gefahren zum hier Rewe und hast gesagt, jetzt hol ich erstmal einen neuen. Weil der hat nämlich sonntags offen. Weiß nicht, wenn ich öfter schon mal sonntags einkaufen gegangen bin. Eierlikör. Nee, so ein Altweibergesöff sauf ich nicht. Eier gehören in die Pfanne und nicht ins Glas. Da tust du Udo Lindenberg aber jetzt weh. Das macht nix.
Wollte ich gerade sagen. Bei uns wird halt ohne GPS gefahren, da darf es mal ein bisschen krumm und schief sein. Ich dachte, der trinkt Cognac. Nö, das war nicht meine Marke. Nee, Udo trinkt jeden Tag ein Eierlikör oder so. Also mit Honey wollte er einen Cognac trinken. Das war bloß für Publicity. Das hat er nur gesungen, weil er genau wusste, dass es dazu nicht kommt. Aber wusstet ihr, dass Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen damals mal mit Otto zusammen gewohnt haben? Otto Wagnis? Ja, die hatten mal in Hamburg mit WG. Ja, die hatten eine WG, ja. Da waren sie aber noch nicht so berühmt gewesen. Und René, den gibt es nirgendwo. Bei den hat Willi konvertiert. Es gibt einen ähnlichen bei LS Nowinki, aber nicht den, den wir nutzen. Es gibt einen ähnlichen mit einer etwas helleren Farbe. Hatte letztes Mal im Stream die Vulkanschnecke geschrieben. Aber das mit der Farbe weg müsste man doch hier mit diesen beiden Zeilen meistens am Schluss da, mit diesem Variable. Ja, richtig. Ja, aber wir haben das aber erst seit ein paar Tagen. Und an den so Zahlen haben wir jetzt umgedreht. Bei allen möglichen Mods. Denn irgendein anderer Mod mit drauf gekommen? Von wegen irgendwas Skriptmäßiges mit Wartung, tralala, hopsasa? Nö, nur ein Sync-Mod. Und der war auch schon vorm Sync-Mod. Also meiner ist noch so rot wie die Kaufmod. Ja, meinen habe ich gestern erst neu lackiert. Weil, ich habe ja nicht das erste Mal mit dem Weizen hier gewalzt. Und so schnell sind die noch nie blank gewesen. Was? Posko, guten Abend. Nee, den Rosti habe ich mir mal im 15er fertig gemacht. Und seitdem schleppen wir den immer von LS zu LS mit. Das ist ja auch unser Maskottchen. Und Rosti wird das Kanal ist. Genau. Mit der entsprechenden Mitarbeiterversorgung vom neuen Deutschland über Griffhilfen. Angstgriffe. Wie, da liegt kein Playboy mehr drin? Doch, da liegt gut. Ich wollte jetzt keine Werbung machen. Aber für neues Deutschland. Das ist unten halt. Damit die Stiefel den Teppich nicht dreckig machen. Deswegen liegt es nur in Deutschland unten. Und die Zeitung gibt es ja nun nicht mehr. Ach, jetzt wird die auch noch mit Füßen getreten. Na, schön, danke auch. Und Wichtigkeit nach. Den Link, den ich eben gerade reingetan habe, da könnt ihr reinschauen. Da seht ihr dann auch noch der Poppy und meiner einer im Stream. Leider gibt es keine Kombination mit YouTube. Genau. Ja, wie gesagt, du weißt ja, was ich vorhabe, wenn alles technisch bei mir funktioniert, so wie ich es möchte. Ja. Du musst der Beifahrer sich konzentrieren, damit er nur an den richtigen Griff langt, bei einer Vollbremsung. Weil dann habe ich ja vor, einen Doppelstream zu machen. Wenn der Rechner das schafft, ist doch okay. Ja, der neue wird es bestimmt schaffen. Dann wieder. Der Flucht verloren. Eieiei. Beziehungsweise dieser, den ich jetzt habe, wenn der jetzt nur noch fürs Streaming zuständig ist, könnte der vielleicht auch beides schaffen. Aber das dauert noch ein paar Monate. Eieiei, fahren wir halt wieder einen Müll zusammen. Darum wollte ich ja erstmal die Kombination ausprobieren, die wir heute im WhatsApp besprochen haben. Ja, klar. Achte, Poppy ist gleich fertig auf der 19. Mit Ansehen. Genau. Den könnte ich da doch auch schon rüber machen. Wenn du das willst, ich kann auch selber, weil es ist bequemer. Aber wenn du mit dem willst, kannst du es tun. Mir egal, weil ich jetzt hier gerade unten stehe mit einem Weizen. Na dann kannst du. Oder braucht ihr Hilfe auf der 3? Nee, überleg mal, wir sind hier mit zwei Schummelflügen unterwegs, also. Ja. Da machen wir schon Meters. Und zu viert, also. Ja, der eine sammelt Steine.
Ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 18 Meter plus die Breite von Tom. Aber ich muss unbedingt noch mal nach den Weizen gucken, weil die rutschen jetzt auch wieder und das verstehe ich nicht. Die rutschen und springen und machen und tun. Ich kapier's nicht. Dann dreh doch mal die Fütter, die's um. So, der Poppy ist durch. Er hat fertig gepoppt. Guck mal, da ist der blanke Ossi. Wir haben es noch nicht. Wir schon. Noch nicht um 10. Ich glaube nicht, dass Fäuterli ein schlimmes Wort ist, was man erst um 22 Uhr bringen kann. Nein, das war mein Poppy. Er heißt nun mal so. Ja, aber er hat die EN genommen, weißt du? Die EN-Änderung, nicht die U-Änderung. Hast du kein FSG 8, FSK 18 an? Bei denen ist das scheißegal. Beziehungsweise in dem Titel schreibe FSK 18. Reicht auch schon aus. Obwohl, ich streame ja schon seit keine Ahnung wie viel Mal nur noch mit LPG Schwarzpumpe live. Weil ich einfach zu voll bin, den Titel zu ändern. Oder weil ich mich halt spontan entscheide mitzumachen. Ich hab zwar eine Nvidia-Grafikkarte, aber das DLSS, ich glaube, das habe ich nicht an. Was für DLSS? Das kommt darauf an, was für eine Nvidia du hast. Naja, keine leistungsstarke. Deswegen habe ich das bestimmt. Weil das DLSS kam doch, glaube ich, sonst bin ich täuscht, aber ich weiß nicht, ob es schon in der 2000er Serie drin war oder erst in der 3000er Serie. Ich glaube, meine Grafikkarte kann es, aber ich habe es, glaube ich, trotzdem ausgeschaltet. Warum springen meine Weizen so extrem? Das ist nicht normal. Bin ich nicht gewöhnt von denen. Rusko schreibt ab der 2000er. Ja, ich glaube, in der Einstellung. Was hast du für eine Tom? Was ist das so? Nö, aus dem Kopf, nee. Wenn die Grafikkarte ja wieder mal ein Update macht, dann kannst du ja auch vorschlagen, die optimalen Spieleinstellungen. Mach die Spieleinstellung bitte nicht über die Software. Das sieht durch den Dreck sehr unrund aus, wie die laufen. Tom, nimm den Tipp an, mach deine Einstellung immer nur über die Spiele. Ja, hab ich doch gemacht. Naja, weil wenn du das über diese Nvidia-Software machst, die macht nur Scheiße. Blitzeblank. Dann laufen die Spiele manchmal schlechter als vorher. Danke für den Follower. Ich bin auf der schwarzen Pumpe gelandet. So, wer schneller? Okay, hast gewonnen. Ja, jetzt reiß mich noch mit dir. Komm her. Tanzen oder was? Ossi, ich bin an deinem Flug eingehakt. Du musst rückwärts fahren. Das weh, du ziehst ja mehr als 180 Grad rum. Die Wunder. Das ist ein Bauer, ey. Das machen sie normal nicht. Hast du eben das letzte gesehen? Ja, hab ich. So, die linke Weize. Ja. Die meine ich. Zum Beispiel. Das hat er vorher nicht gemacht. Keine Ahnung, was das ist. Feldschirm. Komm. Da unten ist ein Stück. Wer weiß. Ja. Und René, wie ich jetzt nicht aus dem Kopf gleich, welcher Kassi nur noch ist. Wir haben noch einen zweiten im Traktor-Menü drin. Ja, das ist der, den ich ausgesucht hatte. Und das ist bestimmt der... Na, wir haben einmal den K700 und den 701 in Rosti. Ja, und das ist der, den die Vulkanschnecke meinte. Ja, der ist ja alles auf Russisch. Der hat nämlich dieselben Lüfteranbauten und alles dran. Ja.
So, dann werden wir uns jetzt um Bierchen kümmern. Der hat einfach nur eine andere Textur drauf. Die Produktionen. Der ist noch nicht rostig genug. Dann werden wir noch mal düngen. So, ich glaube, wir sind. So, hier oben die kleine Ecke noch. Genau. Aber wirklich nichts, was an Steinen rausgekommen ist. Ich glaube, heute war so eine Aufnahme, das Feld, was wir da hatten, das war komplett rot gewesen, ne, Teddy? Ja. Die 14. Ich weiß nicht, wonach das Spiel das generiert, wie viele Steine rauskommen. Und die 14 waren nur gegrubbert. Ja, da haben wir auch nicht mal gepflügt. Ich habe heute im Singleplayer Feld 7 abgeerntet, gemulcht, gepflügt und gegrubbert. Ich hatte nicht einen einzigen Stein drauf. Was? Hast du Steine vielleicht ausgeschaltet? Ich wollte gerade sagen. Nein, nein. Ich habe danach Feld 2 gepflügt, da musste ich dann Steine sammeln. Also, Okay. Aber das fand ich auch merkwürdig. Ich hatte jetzt hier auf Feld 19 ja auch ganz wenig Steine. Ja gut, ganz wenige Sondern sind wir für diese Steine gewesen, aber wie gesagt, gar keine. Ist halt so. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie im auf der Karte selber irgendwie noch einstellen muss oder was. Nee, das wüsste ich halt jetzt auch nicht, wo da irgendwie was verstellt werden muss. Weil das ist schon irgendwo ein kleines Zufallsgenerator und der würfelt das aus. Weil das ist ja auch teilweise, wie das denn liegt, die Steine. Ist ja auch komisch. Oh. So. Der Rapa-Steiger war ein ungarisches Produkt, war aber äußerst selten in der DDR. Aber passend von der Jahreszahl und vom Osttechnik passt er auf alle Fälle auf die Map. Und da wurde bestimmt auch in irgendeiner Ecke vom Osten eingesetzt. Willi, hast du schon einen Abfahrer oder irgendwie was für die Steine dort? Nö. Ja, ich bring dir ihn vorbei. Und dann helfe ich mal mit der Steine sammeln. Ja, Willi hat ja erst 600 drinne. Also das scheint da wirklich nicht ergiebig zu sein. Nee, es lachen ja auch nicht viel rum. Was, die lässt den Kasimir also mit AD fahren? Ja, ich bringe ihn ja wieder zurück. Oh, alles gut. Wo ist denn eigentlich deine Waschanlage? Ja, oben bei... Wann das hier? Im Industriegebiet. Okay. Wo es früher zur Brennerei hinten reinging. Ja, ah ja, okay. Wo ist denn? Oh. Der Vehikel-Spawn-Trigger ist einmal dort vor der Werkstatt. Und ein zweites Mal ist der noch, wo früher der alte Mistplatte war. Jetzt kommt er noch ein Zug. Hilfe! Shit! Oh, das war wieder knapp, hier kommt sie schon. Nee, da ist Born. Apropos Zug. Bahnübergang Feld. Ist das Feld 1? Der mit der Schranke. Ja. Ist das absichtlich, dass die Blinklichter nicht blinken? Wieder verbaut sind? Wäre mir neu. Hat noch keiner gemeldet. Ist mir neulich aufgefallen. Ja, Teddy, da musst du beigehen, da müssen neue Kerzen rein. Hey, also für Karte ist Tom zuständig. Ja, die müssen das einbauen, ja, aber das immer nachfüllen, das musst du halt. Oh, Alter, W50 fahren mit Tastatur ist ja krass.
hier auf der ganzen Linie jetzt hier, so, Krusko, wo ich hier stehe, bis hinten zu dem Grasbüschel, ist der zweite Pegel-Spawn-Punkt. Also wenn vorne vor der Werkstatt alles vollgestellt ist, gehen die nächsten Fahrzeuge dann hier aufgereiht. So, dann würde ich mal meinen... Weil hier die Wände sind im rechten Winkel und haben eine zusätzliche Kolli noch drin. Also wenn ihr hier irgendwo mal was Loses abkippen müsst, da ist ja da Platz vorgesehen. Und alle Mann stramm stehen. Großadmiral. Der Admiral ist da. Grüße. Von Regenbogenbaby. Danke für den Follower. Hatten wir, Teddy, hatten wir noch den zweiten Steinesammler? Nein. Muss gekauft werden oder gemietet werden. Mann, oder was ist denn die scheiß Dieselproduktion? Warte, sauber. Ja. AD? Ja. Guck mal beim ACZ. Wenn das da oben mit in der Ecke ist, ja. Dünger, Herbizid, Kalb, zum Saatgut, zum Fest. Das kann aber sein, also ich habe nicht jeden Punkt einzeln benannt. Wenn das irgendwie so ein Trigger ist, der 2 Meter vom anderen Trigger weg ist, kann es auch sein, dass da nur ein Punkt ist. Ja gut, dann lass ich einfach zum Dünger fahren. Was willst du machen? Diesel holen. Achso, die Tankstelle bei der ACZ. Gegenüber Abladestelle. Sag gut. Mhm. Weißt du, wo ich meine, Willi? Warum nehmt ihr eigentlich alle die glatte Textur? Oder habe ich mich jetzt verguckt bei dir, Tom? Nee, ich habe da die vorletzte so genommen. Das vorletzte grüne habe ich genommen. Ah, okay. Dann habe ich mich verguckt eben. Das sah eben so aus im Stream, als ob das glatte. Hat wie ein Popo-Gewicht, Gesicht, weißt du? Na, du weißt doch, Teddy, der Chamäleon-Effekt. Es nervt mich auch so dermaßen noch. Warum? Das ist ein eindeutiges Unikat, was wir haben, ein Prototyp. Das fuckt mich trotzdem ab. Ist halt so. Was mich halt meist abfragt ist. Bei den Wetterlagen wird es wohl eher knapp werden wie eine Handbreit. Wird es wohl eher einen kleinen Fingerbreit unter dem Kiel Wasser geben im Moment. Oh, im Westen und Süden soll es ja morgen kübeln mit Gewitter und so. Bei uns nachmittags, oh, abends. Oh. Oh je. Ich muss demnächst unbedingt meine Rocket Software neu installieren, ey. Tiger in der großen Halle. Auf dem Hof steht, ist noch im Minul-Auflieger gewesen. Ich glaube, so mit was ich unterwegs bin. Okay, dann ist gut. Wo war jetzt mal die Butter am besten? Warum sagt ihr ja gerade, W50 fahren mit der Tastatur ist scheiße? BHG, okay. Der Quatsch, Konsum. Ich könnte natürlich in den Einstellungen. Da war doch irgendwas mit Lenkrad. Du kannst über im VCA kannst du, glaube, die. Ja, da brauchst du nicht mal VCA, das ist sogar im Spiel sogar schon vorgegeben. Ja, und VCA hat noch zusätzlich Einstellungen. Ohne Lenkgeschwindigkeit und so weiter. Du musst dir einfach diese geile Gaming-Tastatur kaufen, wo WASD nicht nur Tasten sind, sondern Analogwerte draußen geben, je weiter du die Taste reindrückst. Da kannst du dann auch mit lenken. Wäre es jetzt noch nicht gleich günstig, hier nochmal eine Dingestufe gleich drauf zu schmeißen auf der 3?
Kannst du doch machen. Na, ich bin jetzt, tue jetzt hier noch ein bisschen mit Steine sammeln. Poppy, kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Machst du wieder alle Pferde glücklich? Ja. Jetzt wisst ihr, warum er die Akkapille hinten drauf hat. Kämpft den aber nicht her. Der ist nur für ungeseine Pferde zuständig. Da gehört auch Bilderbuch vorlesen. Das als Allergiker gegen Pferde, ne? Oh, fast 10.000 Liter Sprit, das stimmt doch. Fahren wir gleich nochmal bei der BGA vorbei. Also Muskel. Wie, es wurde gerade gefragt, was für eine Tastatur. Das wollte ich gerade auch fragen. Du, ich weiß nicht, wie die heißt das. Habe ich mal gesehen. Es gibt eine Gaming-Tastatur, die hat WASD als quasi Analog-Tasten. Ich habe ein Schild gefunden, was eine Collie hat. Dann verrat's nicht weiter. Soll jeder selber merken. Aber ich glaube, als ich den Preis gesehen habe, habe ich sowieso gleich weiter gebrettert. Jetzt sieht man es ja gerade. So, versuch's BGA-Tanke. Naja, Aline wird das Wort Gaming davor, bezahlst du schon den doppelten Preis. Ach, du willst nicht wissen, was du für Peripheriegeräte bezahlst, nur weil der Name Rocket davor steht. Cooler Master MK 850. Sagt Google so auf Anhieb. Jo, Andi, der Weg, der war richtig optimal gewählt. Steh an der Ausfahrt von der ATZ, sag von wegen, er soll zur Versuchs BGA Tanke fahren. Und er fährt nochmal durch die ATZ durch. Was hast denn du gekonnt, Bobby? Was machst du da? Verkaufen. Und weil es unterschiedliche Preise sind. Ach so. Ich hätte aber schlau sein können und alles mit Esel fahren können. Ja, Apex Pro, 239 Euro, schreibt Mike. Von der Tastatur. Ja, genau. Ich glaube, das war alles zu schwer. Na gut, ja. ich sag mal so, meine, die ich hier habe, ist alleine auch schon dreistellig gewesen. Und Green Christian, danke für deinen Zap. Und ich sag mal so, Poppy, weißt ja, der Barkas hat jetzt auch Autoloader. Da kannst du dann so Kleinmengen auch schön transportieren. Ja, das waren aber gerade 16 Ballen. 16 Paletten, Ballen. Okay. Gut. Da sind ja hier schon. Hat sich auch erledigt. Ich glaube, die Anschaffung kostet. Was hat man Paletten verkauft? Ich hab keine. Ich hab mich gerade verquatscht. Paletten. Ich hab Käse und Butter geladen. Warte. Was anderes, Poppy, was machst du mit deinem Mist? Geht in die BGA. In die BGA? Ja. Der Junge produziert schon mal Strom. Weil. Was war denn das? Für uns, was haben wir doch gesagt? Musste mal im Industriebetrieb hier in der Dünger und so damit gucken, da könnte irgendwo Mist mit drin sein. Ja, für Mineraldünger braucht man Mist. Aber Mineraldünger in dem Sinne brauchst du auf der Map nicht dringend. Warum nicht? Weil doch. Da ist ein Mischungsverhältnis eingetragen, ein altes Mischungsverhältnis. Kommst du ohne Mineraldünger aus? Ja, Mineraldünger kannst du ja auch aus Kalk und Dings und Wasser machen. Ja. Weil das bisschen, was wir für die Saatkonkurrenz brauchen. Ich brauche Mineraldünger. Bei, AC,
ACZ Dünger Diesel, Mineraldüngerherstellung. Brauch Mist und Kalk. War noch nicht zwei Produktionslinien? Nein. Bei Gut. Flüssigdünger gibt es. Ja, ich rede nicht von Flüssigdünger. Ah ne, du brauchst Mist und Kalk, so war das. Ja. So, und deine Düngerqueen zum Beispiel braucht auch Dünger. Aber jetzt was ganz anderes, Tom. Du hast einen Bockmist geschossen, haben wir festgestellt, in eine Speicherung von der Karte. Aha. Und zwar musst du ins Lager vom Hof, von der LPG. Sind über 200.000 Dünger drin. Flüssigdünger und Festdünger. Über jeweils 225.000 beim Kartenstart. Ja, habe ich mich auch drüber gefreut. Und schon viele Düngeraufträge. Weil Teddy fragte mich heute, haben wir überhaupt schon Saatgut und Dünger da? Und ich laufe dahin, ich denke, Teddy, wann haben wir denn so viel Dünger geholt? Ja, das genau ist so, Motivationsschub am Anfang. Es sind diverse Früchte, wo schon was ja, drin ist. Normalerweise sind da was in 11.000 oder so drin. Ja, ist uns bloß aufgefallen. Also. Aber es könnte in der rausgegebenen Map, hab ich glaube ich total verringert. Da sind glaube ich bloß noch 1.000 und ein paar zerquetschte drin. Wir haben also, doch ein Unikat von Map Gasco. Okay. Gut. Also ich wollte meinen, beim Singleplayer war nicht so viel drin. Du hast die vom Server direkt runtergeladen, die Singleplayer. Na, vom, auf dem Server ist die Multiplayer drauf. Vom Forum. Ja, ich meine Forum, ja. Ja. Okay. Weil wir haben gedacht, uns tritt ein Elefant. Nee, wir haben aber eine spezielle Version. Nee, das, was ich rausgegeben habe, da müsste eine vierstellige Zahl drin stehen bei einigen. Ja, ja. Man sollte beim Fahren nicht auf den zweiten Bildschirm gucken. Ich finde das aber geil bei dem Renault-Auflieger, dass da 9000 Liter draufsteht und mehr reinpasst. Ja. Mini-Dumper hast du heute. Boah, Alter, was ist denn? Ja, ja, aber das ist kein. Nicht aus dem Osten leider. Ein Dreikantpfeiler. Das ist nur der. Das müsste da vierrädrig sein. Das ist westdeutsche Produktion. Sag ich mal. Wenn das der ist, den ich auch gesehen habe. Warst du mal bei einem Dreikantpfeil im Rennen gewesen? Nee, ich wusste bis jetzt nicht mal, dass die Dinger Dreikantpfeile heißen. Das sind die Mini-Dumper vom Bau. Ja. Da gab es ja vor einiger Zeit richtige Rennen im ganzen Osten. Wir hoppeln dann getunt, machen die Rennen. Zeit. Über Hindernisparcours und so. Das machen sie hier mit Rasentraktoren. Mit diesen klaren Dingern. Uiuiuiuiui. Nee, für die Community und für den Chat ist doch sowas immer interessant, ja, wo man da mal will. Kleintechnik, nee, sowas könnt ihr doch immer hier vorschlagen und so, das ist doch richtig. Ja, klar. Ja, richtig, da gab es hier in der Nähe, gleich in Zwickau gab es ein Team. Im Harz gab es ein ganz rühriges Team. Berliner Team war da mal mit dabei, selbst irgendwo in der Rostocker Ecke. Musst du mal googeln bei YouTube, da findest du garantiert mal Videos über Dreikantpfeilenrennen. Das Team ja aus Zwickau, das hat dicht gemacht. So.
So, also wer Sprit braucht in der Hauptanstelle, ist jetzt erstmal genug drin. Jetzt 15 oder 16.000. Ja, wir müssten bloß den anderen LPGs auch noch ein bisschen was abgeben. Weil die haben ja auch da zugesteuert, soweit ich weiß. Ja, er produziert ja noch. Da ist noch so viel Raps drin, das reicht noch bis nächstes Jahr im Winter. In meinem Kaunker. Jo. Jo. Also in der Dieselproduktion sind noch über fast 38.000 Raps drin. Okay. Oder was, können Sie ja mal mit dem Wegelchen vorbeikommen und sich was abholen. Und Poppy wird in Naturalien in Form von Schweinefutter noch was ausgezahlt. Genau. Ja gut, ja, da wird... Spritbraucher ja auch. Ich wollte gerade sagen, also mit Schweinefutter treibt er keinen Traktor, also. Ich will aber eigentlich den Handel wohl nicht eingehen. Ja gut, aber was bringt denn das Schweinefutter, wenn du es nicht transportieren kannst? Komm, ist das jetzt besser geworden mit dem Spritverbrauch? Muss ich halt gucken, wie ich über die Runden komme. Entweder kaufe ich mir halt Sprit oder meine BGA. Ach, Bobby, das kriegen wir dann alles schon hin. BGAs dürfen doch. Und in welchem Fahrzeug meinst du jetzt? In deinem. Es fällt auf. Es sinkt langsam, aber es ist eigentlich richtig so jetzt. Ich weiß halt nicht, wie viel Liter Tank das Ding hat. Es ist auf alle Fälle, guck mal, der fährt jetzt eine Stunde und es sind 2-3 Millimeter oben weg. Also so müsste eigentlich die Einstellung in jedem Fahrzeug sein, weil manche Fahrzeuge haben ja, da kann 10 Stunden fahren. Mhm. Ja, das hängt von ab. Das hängt von ab, was du für einen Tank hast. Das ist ja das, was ich gerade versuche zu sagen. Ja. Der Drescher, wo du sagst, der hat so viel gefressen, der hat nur einen ganz kleinen Tank. Und dass der denn so viel frisst, ist ja logisch. Tom, bist du jetzt schon am Düngerfeld 3? Nein, ich bin noch am Steine sammeln mit. Okay. Die Arbeit ist noch offen. Ist denn jetzt mein Fassen, sage mal? Das ist verfassungslos. Ja, verfassungslos weg. Guck mal überhaupt, ob du im Shop noch eins hast. Ja. Nicht, dass es irgendwie ein Fass ist, was runtergenommen wurde. Nee, das ist das LSFM-Pack. So. Was? Oder hast du es vielleicht nach dem letzten Neustart nicht gekauft? Es ist da. Also es ist ja bei mir drin. Da musst du mal unten mal draufklicken, auch auf Karte anzeigen. Wenn du Glück hast, funktioniert es bei dir. Komm, du fährst jetzt die Steine nur auf Sicht weg, oder? Ja, aber hier Bahn für Bahn. Auf der einen Seite fängt Billy an und ich bin hier Richtung Mitte mich arbeiten. Aber irgendwo der W50 steht in dem kleinen Bereich dort hinten, muss noch ein bisschen nachgeputzt werden. Das ist, da war ich noch nicht. Da waren aber auch ganz wenige bloß. Was für Poppy könnte man einen Wohnwagen einbauen? Warum das? Ah, ich hab's gefunden. Das weiß ich nicht, wofür. Ah, ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Horizontales Gewerbe. Nächstes Thema nach 22 Uhr war das aufgelöst. Ich weiß schon welchen. Vom Stream, wo Poppy denn bei mir im Stream war. Am Mittwoch war das, glaube ich. Ja. Du, wir haben einen Wohnwagen sogar. Ich aber nicht. Musst nur kaufen.
was war ja, ich jetzt hier? Ja, der Steinesammler hat die Kummerfunktion drin. Ja. Das ist ja das Blöde auf Deutsch gesagt. Man pflügt mit unserem B550 Flug, hat den Packer hinten dran, der eigentlich auch die Kummerfunktion eingetragen hat, erzeugt aber in dem von Giants vorgegeben eine Saatbettstruktur. Und mit dem Flug holt man sich aber dummerweise die Steine hoch, macht mit dem Steinesammler noch drüber und hat hinterher noch auf einmal bloß noch eine Kupferstruktur. Wieder da. BB. Hast du eigentlich heute im Discord gelesen, Teddy? Ich war noch nicht im Discord drin heute. Im Zuge des Sattelplattenumbaus habe ich bei dem, wie heißt der, HW30 Tradamonster, diese Sattelauflieger da von Grafeld kam hier, glaube ich, ne? Ja. Habe ich die Stützen vorne mal etwas länger gemacht, weil die hast du ja mal weggeschoben, weil du da mit dem W50 oder mit dem L60 gar nicht ordentlich drunter gekommen bist. Okay. Machen jetzt ein bisschen höher. Ach, du machst die Stützbeine. Ja. Ja, wir haben denn auch noch, wir haben zwei Düngerstreuer, Willi, die nicht Cosplay-tauglich sind. Wurde mir vorhin berichtet. Du meinst AD? Cosplay. Ja. Okay. Aber Cosplay nutzen wir ja gar nicht. Das, Ossipa hat es im Singleplay, wollte damit düngen. Und das hat nicht funktioniert. Was muss da gemacht werden? Oh, gute Frage. Ich habe ja bis jetzt nur den KS6B operiert. Hat er mal beim Cosplay das Fahrzeug-Debugging angemacht und mal in die Lok geguckt, was da so drin steht? Nein. Dann tun Sie beim nächsten Mal mal dieses. Weil wenn da steht, Obstacle ahead, dann hat er irgendwas, meint er irgendwas, was im Weg steht. Beim KS6B war das Problem, dass der sich selber im Weg gestanden hat, weil dieser Unterbau da, der Ernteuntersatz, hat eine eigene Fahrzeugkolli für einen AI-Verkehr und das Fahrzeug selber ja auch nochmal. Er hat mir im Helfermenü halt bloß angegeben, wenn ich denn so ein Düngestreuer dran hatte, freie Fahrt. Also nicht mal im normalen Helfermenü die Feldarbeit, sondern nur freie Fahrt. Oh, dann muss der ja irgendwas haben, das Cosplay ihn nicht mal als Arbeitsgerät erkennt. Ja, Onkel Puh, grüß dich. Grüß dich, Onkel. Ich kann mir denken, was. Der hat wahrscheinlich die AI-Einträge nicht drin. Das muss aber eher was mit der ersten Zeile zu tun haben, was für ein Gerät das überhaupt ist. Wenn du aber die AI-Einträge nicht definierst, wenn du nämlich ein Fahrzeug hast, was, das habe ich nämlich durch diesen Scheinsgeschenk, habe ich ja sehr viele AI-Einträge gehabt, wo ich es ändern musste, und wenn da kein AI für einen Helfer eingetragen ist, funktioniert auch kein Helfer. Und Zukon, erstmal zu deiner Frage, das mit den Steinen, das ist halt eine Erfindung von Giants, ein bisschen mehr Betrieb auf dem Feld zwangsweise für alle zu erzeugen. Und wir haben es halt, wie Onkel schon richtig schreibt, für die Kalk- und Streusalzproduktion genommen. Also die Steine werden auf der Map auf alle Fälle benötigt. Und bauen die. Die Gärreste werden in einigen Produktionen gebraucht. Zum Beispiel eben auch bei der Düngerherstellung, glaube ich, mit. Und in der BGA kannst du sie mit verfeuern, auf Deutsch gesagt, und kannst dort Strom und Diesel mit herstellen. Onkelchen, ich habe auch mal eine Frage. Wenn wir den Willi jetzt einfach hier im TS Teamstatus geben, kann er dann automatisch in die jeweiligen Channels reinspringen, oder braucht er dann die Passwörter?
Aber das mit den Düngedingern da, also CP versucht ja auf 2, 3, 4 verschiedene Sorten. Das sieht man dann auch in dem Log. Weil erstmal guckt er nach, ob irgendeine Gerätebreite und Länge eingetragen ist da oben bei diesen ganz normalen Definitionen. Dann guckt CP nach, ob hier die AI Worker-Einträge, da die Dinger in der I3D drin sind. Jo, Matze, schlaf gut. Schlaf gut, Matze. Gut, Nächte, Matze. Gut, Nächte. Gut, Nacht. So. Und Zukon, wie schon Mike schreibt, es gibt einige Mods, da kannst du eine Kalkproduktion auf der Map stellen, aber ihr bei mir ist es schon eingebaut. Also du kannst ja aus Steinen und ein bisschen anderen Mischungen kannst du Kalk herstellen. Oder für das Salz, Streusalzproduktion wird auch Kalk benötigt. Und bauen die Bärreste, ja, kommen bei der BGA raus. Und hier die letzte Produktionslinie bei der BGA kannst du aus die Reste von den Resten, auf Deutsch gesagt, nachher noch einmal verwerten und da kommen 0 Gärreste raus. Also du kannst in der BGA, wenn du das letzte, die letzte Linie unten anlässt, entstehen keine Gärreste. Aber theoretisch müsste man die ausmachen, wenn man Gärreste haben möchte. Richtig, wie wir es jetzt hier auf dem Server gemacht haben, da muss der rote Punkt komplett weggeschalten werden. Gut. Ich weiß nicht, was ich bei mir im Singleplayer machen muss. Ich habe mich schon immer gewundert, warum ich keine Gärreste kriege. Dum, dum, dum. Und dasselbe ist eben hier beim Kalkwerk, musst du die Streusalzproduktion ausmachen im Sommer, sag ich mal so. Weil sonst wird dir die Steine und ein bisschen Diesel, da produzierst du nur permanent Streusalz. Also das, was nicht benötigt wird, müsst ihr da durchklickern und ausschalten, was nicht benötigt wird. War eine ganz andere Sache. Hast du die Mistproduktion beim Kühen auf niedrig gestellt? Nein, das sind die Standardwerte vom Spiel. Weil Haufen Gülle zusammenkommt, aber kein Mist. Hast du viel genug Stroh drin? Es ist alles bei Mist wird Bereich. Nur produziert, wenn Stroh da ist. Da sind 117.000 Liter drin. Okay. Das sind die Standardzahlen aus dem Hauptspiel. 1.160 61 drin. Ja, nur deine Kühe pissen halt mehr als das zu scheißen. Ja. Also, unter anderem, wie du gerade gesagt hast, die SZT 54 ist eine sehr gute Sämaschine. Kann ich auch nur empfehlen. Und welche sind das, die nicht funktionieren? Sind das die, die da drin sind jetzt? Von was meinst du jetzt? Die, welche Sämaschinen das sind, die nicht mit CP laufen? Nicht Sämaschinen. Das ist einmal der RCW3. Der heißt als Mod. RCW3. Ja, den lädt er mir jetzt gar nicht rein. Genau, RCW-3 und der MVU8. Also der von der Dünger Queen. Genau. Und meiner, 14 auch. Ah, okay, gut zu wissen. Was? Nee, den haben wir abgemacht. Mit USB und Duck-Linke, den haben wir abgemacht drüben. Servus, Mohammed Karimi 7070 und danke für dein Follow. Und du hast bist der 100er, der 100ste Follower. Mhm. Dankeschön. Oh nee, oder?
dass ich die 100 Follower habe, habe ich auch zum großen Teil Tom seiner Community zu verdanken. Weil seit ich hier übers Team mitstreame und erwähnt werde, sind es alleine davon fast 50 Follower innerhalb von ganz kurzer Zeit. Da wollte ich auch mal Danke sagen. Also da hätte ich als passenden Sound, glaube ich, nur den hier. Tut mir leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht. Bitte. Das war das einzige Passende, was ich gerade auf Lager hatte. Ich glaube, ich muss mir nochmal so einen Trommelwirbel und sowas besorgen. Und unseren Applaus oder so. Teddy, hefte hier nochmal einen Multilink rein. Da könnt ihr auch gerne mal fremdschauen. Genau. Aber ich geh erstmal für kleine Jungs. Fremdschauen? Nein. Aber fremdschauen ist doch scheiße. Fremdschämen ist besser. Ja, dann müsst ihr bei Bobby bleiben. Dann könnt ihr euch fremdschämen. Nee, aber danke für den Hinweis, Frank. So, habe ich jetzt alles erwischt? Großadmiral gibt noch eine Kaffee im Chat. Gut. Oh, das ist gut, weil mein Kaffee ist langsam alle. Ich glaube, Poppy hat sich verlaufen. Das Klo ist am Feldrand von der 13. Was steht denn da hier rum? Der wollte Tiger beim Düngen helfen. Wir sind aber nicht auf der 13. Hm? Wir sind auf der 3. Naja. Ja, hat er gerade gesagt, er muss für kleine Jungs und rennt hier auf der 3. Ich habe gesagt, das Klo steht auf der 13. Ich fahr ihn um. Da fährt ein Willi mit dem Steinsammler. Eieieiei. Der ist auch böse. Was denn? Ich weiß nicht, fallen soll das heißen. Denke ich mal. Hat geschrieben. Sei froh, dass er sich nicht dreht für mehr Flächenleistung. Hm. Willst du mich verarschen, du Scheißrolle? Fallen ist derjenige, der dir gestern geschrieben hat, wonach du gucken musst. Mit dem Kober, mit dem Packer. Ja, wegen den Texturen, ja. So, jetzt habe ich das Ding abgeschlossen, jetzt werde ich gleich auch den Stream langsam abschließen. Das kannst du doch nicht machen, Matze. Tiger. Aber ich muss doch gleich ins Bettchen, ich muss doch morgen wieder arbeiten. Ja, aber schmeiß bitte den Schlüssel weg. Aber du, Tiger, das kannst du nicht machen, das wollte ich jetzt machen. Ja, dann machen wir es halt beide. Okay, das hat sich jetzt auch falsch angehört. Ja, ganz einfach. Ich wollte, dass meine zwei Zuschauer was sehen können. Was haben jetzt deine zwei Zuschauer mit unseren Zuschauern zu tun? Ja, warum auch auf dem Page rumsteht. Nein, Onkelchen, ich gehe nicht fremd, aber hast du vorhin auch mal eine Frage mitbekommen, die ich dir gestellt hatte, als du bei Tom oder wem im Chat warst? Ich hab welche Frage? Wegen der Berechtigung für Willi. Onkel? Ja, Onkel ist gerade beim Chat. Ich glaube, wir müssten jetzt hier hüben. Außerdem, Onkel, würde ich nie fremd gehen, wenn, dann gehe ich bekannt. Weil Teddy kenne ich ja nun schon ein paar Tage länger.
Der ist mir nicht mehr fremd. Aber wenn der Onkel gerade bei dir im Chat ist, das wäre denn mal interessant zu wissen, ob das bei YouTube auch geht mit diesem Multistream oder ob das nur bei Twitch funktioniert. Du bist überall und nirgends. Ah. 5 Steinchen haben wir noch verloren, vergessen. Ich glaube, die können wir ignorieren, hä? Jo. Das eben geht nur bei Twitch, okay. Eben mit der Hacke drauf treten, dann sind sie weg. Gebaut. Aha. Weil wir haben ja mittlerweile 2 YouTuber. Da wäre das halt dann auch interessant gewesen. Ich kann auch wechseln. Es ging einfach jetzt nur darum, dann hätte man ja euch auch zusammen in einen Link tun können. Ich möchte gar nicht mit Helga zusammen getan werden. Mike? Du hast gar nicht gefragt. Mike, 1210, danke für dein Follow. Und Servus, Vulkanschen. 2 doofe, ein Gedanke, hä, Tom? Servus, Vulkanschnecke. Auch nochmal von mir, Servus, Vulkanschnecke. Weil Tom war bestimmt lauter wie ich. Aber wie gesagt, auch nochmal zu meiner Frage, wenn ich den Willi hier im Teamspeak jetzt den Teamstatus geben würde, kann er dann ohne Passwörter in unsere Channels rein? Servus, Mondi, und danke für dein Follow. Danke, Mondi. Servus. Und ein Fahrzeug ist sauber. Ja. Jetzt. Schummischummi, ich weiß, ich fahre gerade wie ein Henker. Eigentlich ja, okay. Dann fährst du dich wie ein Henker. Dann werde ich das gleich, wenn ich den Stream ausgemacht habe, mal ausprobieren mit dem Willi. Und ich muss unbedingt mal gucken, ob das geht, dass ich die Weizen umbaue, dass die abschaltbar sind. Fahrzeug ist sauber. Sound microphone muted. So, liebe Leute. Einer macht jetzt Schluss, denn die Arbeit ruft morgen wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.